Herzlich willkommen zur inzwischen 10. Ausgabe des Telestammtisch. Wir sind halt wieder in illustrer Truppe zusammengekommen und haben uns ein paar bunte, tolle Themen für euch überlegt. Heute sind wir aktuell noch zu dritt, vielleicht später zu viert, das werden wir noch sehen. Und für alle, die neu dazugekommen sind, den Telestammtisch noch nicht kennen und erst vor kurzem für sich entdeckt haben, wir sind ein Hobby-Podcast. Es geht schlichtweg um Hobbys. Du liest gern Comics, warst im Kino oder hast eine tolle Briefmarkensammlung, dann melde dich doch mal bei uns. Am besten via Mail oder Skype bei der telestammtisch@gmail.com oder komm kurz auf Geekwhisper vorbei auf geekwhisper.de und schau mal ins Geekbook. Und dann kannst auch du bei der nächsten Ausgabe vom Telestammtisch teilnehmen. Und ja, das Konzept sieht einfach vor, dass wir hier ein bisschen auch wechselnde Teilnehmer haben. Und ja, wie gesagt, wer Bock hat, vielleicht auch sein Projekt vorzustellen, sein Podcast, wie letztes Mal der Lasse, der dabei war, oder eben auch seine Website, oder wer ein Comic gezeichnet hat, oder ja, es gibt da tausend Möglichkeiten, was man seiner Freizeit so machen kann, der meldet sich einfach mal bei uns. Ja, ich bin immer noch der Andi und wir fangen mal an mit dem neuen Gast. hi Marco. Hallo, guten Abend. Sag mal Marco. Wir haben uns ja auf Facebook kurz mal angeschrieben und ich weiß, dass du ein Podcast-Projekt am Start hast, stimmt das? Das ist richtig, ja. Da habe ich den Kappa Haters Podcast, ein Podcast rund um das Thema Wrestling. Was heißt Kappa Haters? Was ist das? Kappa Haters ist ein Ausdruck aus dem Wrestling, den benutzte ein Wrestler eine Zeit lang, ist umgangssprachig für a couple of haters, also quasi eine Versammlung von Hassern, von Bösen. Und Kappa ist einfach nur umgangssprachlich. Abkürzung für a couple of. Ah, jetzt okay, alles klar. Das ist angekommen. Da werden wir uns auf jeden Fall noch drüber unterhalten. Auch so, werde ich da ein bisschen ausquetschen zu deinem, zum Podcast selbst, wie das Konzept aussieht und was ihr da so inhaltlich auch macht. Sehr gerne. Weil Wrestling ist ja, glaube ich, wenn, also vielleicht sogar das größte Thema im Podcast. Der Sektor könnte ich mir vor, also vermute ich mal. Ja. Allein schon, weil sie wahrscheinlich auch die berühmtesten Podcasts gehen, vermutlich auch um Wrestling, soweit ich es mitbekommen habe. Und dann haben wir jetzt wieder hier einen Stammgast am Start. Hi, Nick. Hi, Andi, hi Andi, Herr Marc, hallo Zuhörer. Ja, gerne wieder dabei. Quatsche wie immer gerne über Comics, über Filme. Irgendwann bringe ich auch mal vielleicht ein Buch mit. Schauen wir mal. Und ja, freue mich wie immer. Sonst, was gibt's Neues bei dir? Irgendwelche Highlights? Regnet's auch? Ja, regnen tut's auch in der Tat. Bisschen wechselhaftes Wetter gerade. Und ich wollte gleich noch ins Kino. Mal schauen, ob ich da den Fußweg antrete. Aber ja, was habe ich geguckt? Was habe ich gelesen? Ich war im Kino unter anderem. Ich habe Valerian, Stadt der tausend Planeten, geguckt. Der Film ist ja vorab, ja, glaube ich, deshalb hat er Aufmerksamkeit bekommen, weil Lubesson als Regisseur aktiv ist. Auch in den Trailern war ja zu sehen vom Regisseur von Das fünfte Element, Leon der Profi. Das sind ja durchaus Filme, an denen muss man sich messen lassen, zumindest für mich. Ich mag die unheimlich gerne. Und entsprechend waren die Erwartungen hoch. Ich habe aber damals schon nach dem ersten Trailer gesagt, na, ob das was wird. Also ich sag mal, im Vergleich zum fünften Element, wen haben wir da als Darsteller? Wir haben Dane DeHaan, wenn das einem was sagt. Wir haben Cara Delevingne, wir haben Clive Owen und fünfte Element und Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman war da, glaube ich, schon ein bisschen besser ausgestattet. Das war schon so vorab meine Bedenken, aber muss ja nichts heißen. Ich habe mir natürlich dann selbst ein Bild davon gemacht, weil letztendlich Trailer hin oder her, es gibt gute Trailer zu schlechten Filmen und umgekehrt. Am Ende bleibt, glaube ich, immer nur, man muss sich selbst ein Bild davon machen. Habe ich natürlich dann auch gemacht. Muss aber am Ende sagen, also der Film ist ja in den USA gefloppt. Es sieht auch weltweit nach einem Flop aus. Und ich weiß auch, also ich kann verstehen, warum, denn wirklich überzeugt hat mich das Ganze so nicht. Okay. Damit nehme ich das Fazit vorweg. Natürlich muss es dafür eine Begründung geben. Ich bringe noch mal gerne ein Spiel. Der Film ist beworben worden damit, dass es halt der Regisseur Lubesson von Leon der Profi ist, von Das fünfte Element. Das sind ja Filme, die für mich einen unheimlichen Stellenwert haben. Die mag ich beide unheimlich gerne. Die haben ihre Eigenarten. Ich finde, es sind durchaus Filme, die man so sicherlich nicht jeden Tag, auch nicht jedes Jahr im Kino sieht. Also ob man sie mag oder nicht, ich finde, sie sind schon speziell. Und sowas Ähnliches hätte ich dann auch von Valerian erwartet, damit er mich überzeugt. Ich finde allerdings, der Film ist ziemlich glatt gebügelte 0815 Science-Fiction, ohne Ecken und Kanten, also so richtig massentauglich, aber ohne sich durch irgendwas Besonderes auszuzeichnen. Er ist quietschbunt, ne? Er hat auch viele Szenen, die gut aussehen. Es gibt auch viele schöne Einfälle, was Technologien angeht, was Kulturen angeht, was Alienrassen angeht. Die Effekte sehen
manchen Stellen richtig gut aus, manchen ein bisschen mau. Aber von der Seite aus optisch würde ich schon sagen, alles gut, aber inhaltlich, also der Plot-Twist, finde ich, zeichnet sich auch schon relativ früh ab, genauso wie der Bösewicht. Und die Romanze zwischen den beiden Hauptfiguren, die auch von Anfang an so ein bisschen ins Rollen gebracht wird, fand ich persönlich sehr, sehr hölzern. Ich fand, es gab unheimlich hölzerne Dialoge. Die Szenen wirkten schon teilweise nicht sehr glücklich geschrieben. Also Lübisson hat ja diesmal auch selbst das Drehbuch verfasst. Und das alles insgesamt, ich hatte Freikarten für den Abend, ich habe nichts dafür bezahlt. Dafür war es okay, aber ich glaube, hätte ich dafür zahlen müssen, hätte ich mich entweder geärgert oder hätte es erst gar nicht gemacht. Und hätte dann irgendwie gewartet, bis der dann entsprechend zu Hause verfügbar ist, Amazon und wie sie nicht alle heißen, Stream-Dienste. Ich Ja. finde, du gehst fast noch zu harmlos mit dem Film um. Also ich habe ihn ja auch gesehen und Ja. ich gehe da noch wesentlich vernichtender dran. Also erstmal zu kurz zur Besetzung. Also bei Fünftes Element war es ja auch so, dass Mila Jovovich zu dem Zeitpunkt nichts anderes war wie Cara Delevingne heute und zwar einfach nur ein Model. Und Ja. trotzdem hat Mila damals ihren Job schon besser gemacht als Cara, die einfach genau wie das männliche Gegenstück durch diesen Film stolzieren, wie in einer Bravo-Foto-Love-Story. Und das alles daran wirkt so unglaubwürdig bei den beiden. Egal in welcher Situation, ihn scheint nur zu beschäftigen, wie er die Alte ins Bett kriegt. Also es scheint irgendwie das Einzige zu sein, was ihn irgendwie interessiert. Und ich glaube ihm zu keiner Zeit, dass er der Macher ist, von dem, wie von ihm gesprochen wird. Seit 9 Jahren soll der im Dienst sein mit 7 Tapferkeitsmedaillen. Der Typ sieht aus wie 15 und kriegt eigentlich nichts alleine auf die Kette. Und dieser ganze Film zieht sich so durch voller unlogischer Sachen. Von der Optik mal abgesehen, wie du gerade schon gesagt hast, die meist echt gelungen ist und auch viele schöne Ideen hatte, finde ich den Rest richtig, richtig schlecht. Also ich habe mich so geärgert und im Gegensatz zu dir habe ich leider in diesem Fall bezahlt und wäre rausgegangen. Also ich fand es richtig mies. Luc Besson hat ja auch zum Beispiel die Taxi-Filme gemacht, aber sogar die haben mich besser unterhalten als Valerian. Ja, ich finde halt, was man dem Film im Vergleich zu den anderen Werken von ihm wirklich anmerkt, ist, das hat alles keine Ecken und Kanten mehr. Das ist, mal abgesehen davon, dass es teilweise, wie du schon sagst, schlecht geschrieben ist. Ich meine, das fünfte Element war ja nicht nur optisch opulent, das war ja auch wirklich so abgefreakt. Also allein dieser abgefuckte Bruce Willis da, Mila Jovovich, auch die Szenen mit den Gary Oldman, das waren ja alles Figuren, finde ich, die waren viel, viel krasser. Ja, auch Und hier wird auch Chris Rock deshalb, als diese genau, überkandidelte ne? Diva da. Ja, aber selbst der hat da gut reingepasst. Also Ja. das hat funktioniert, es war aber abgefreakt, es war was Besonderes, hat Spaß gemacht für mich. Deswegen gucke ich mir den Film übrigens heute Abend auch nochmal an. Der läuft hier lokal im Kino. Und ich habe wieder Freikarten. Das ist der Vorteil, wenn man Leute kennt, die da arbeiten. So, Und deswegen hast du gewonnen, habe ich gedacht irgendwie. nee. Und deswegen gucke ich mir den gerne heute auch nochmal an, um nochmal zu sehen, wie man es eigentlich richtig machen kann. Vielleicht war diesmal das Problem, dass Lübisson da irgendwie verantwortlicher Drehbuchschreiber war und die zu viel Geld hatten, um da irgendeinen Quatsch zu machen. Aber ja, also du siehst natürlich kritischer noch als ich, aber auch ich kann am Ende keine Empfehlung dafür ausgeben. Also wer ihn im Kino nicht gesehen hat, muss es auch sicherlich nicht nachholen. Wer ihn auch nicht gucken will, verpasst auch nichts. Ja, für mich. Tatsächlich krankt er am meisten am völlig falschen Cast der Hauptdarsteller. Ja, ganz Ist einfach genau. so. Ganz Das ist der genau, ja. größte Griff ins Klo. Ich habe bei Twitter direkt, ich kam aus dem Kino raus, habe ich erstmal getwittert, man wünscht sich so nach 10 Minuten, dass Corbin Dallas um die Ecke kommt und den Bein aufs Maul haut. Ja, also der Dings hier, der Hahn, der sieht total aus wie ein Lappen, gell? Also ganz im Ernst, das ist halt, du glaubst, wenn da ist so diese Szene ganz zu Beginn, ist ja kein Spoiler, wo quasi diese Liste ist, diese Hunting-Liste, oder wie das heißt, ja, was er schon an geilen Frauen, also generell an Frauen gehabt haben will. Und Ja. das ist, ich glaube dem kein Wort. Der Typ sieht aus, also das, nee, und wie er schon sagt, er sieht aus wie 15 und hat, Der ist 31, ne? das ist echt, also bitte. Also, ich meine, sie hier, die, unser Model, Kara. ist natürlich eine Hübsche, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ja, aber das Ist merkt man im natürlich Film ein halt auch Lichtblick, an. aber sie ist halt auch keine Schauspielerin, gell? Das ist halt von vorn bis hinten ihr Problem. Also, ihr habt völlig recht, das ist, die Besetzung ist das Problem. Aber vielleicht, weil es noch gar nicht gedroppt wurde, das ist ja im Grunde nach wieder eine Comic-Verfilmung, ne? Basiert auf Valerian und Veronique, ist ja ein französischer Comic, von, ist ja französisch, kann ich wieder schwierig aussprechen, na gut, der Mann wird bestimmt Pierre Christine genannt. Und Zeichner war Jean-Claude Messieres oder so. Und ist auch schon ein bisschen älter. Habt ihr nicht zufällig gelesen, oder? Nee. Also ich weiß, dass es ja unheimlich viele
Dinge in dem Comic gibt, der sich Star Wars dann später bedient hat. Ja. Da gibt's ja unheimlich, da gab's auch schon ziemlich viele Bilder im Internet, wo man dann Millennium Falcon gegen irgendein Raumschiff aus dem Comic verglichen hat und dann, ja, also da scheint es wohl eindeutig Anlehnung zu geben, aber habe ich nicht gelesen, habe ich ehrlich gesagt auch erstmal nicht vor und der Film hat es auch nicht gebracht. Also, für mich ist das Thema erstmal wieder ad acta gelegt. Was ich total ärgerlich finde, das noch abschließend dazu, überlegt euch mal, was für eine Möglichkeit es gegeben hätte. Alleine der Untertitel, die Stadt der 1000 Planeten, davon wird ja nicht mal im Bruchteil irgendwas gezeigt. Die Ja. Alienrassen werden nur angedeutet. Was man da für unfassbare Möglichkeiten hätte, noch tausende Storys zu stricken. Anstatt dessen hängen die sich über eine halbe Stunde zusammengerechnet an einer Liebesgeschichte auf, die überflüssig ist, an einer Entführungsgeschichte, die total überflüssig ist und, und. Ja, das stimmt schon. Also, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Ich meine, so ein Studio, heutzutage, man sieht, wie viel ins Kino kommt, wie viel mit viel Geld ins Kino kommt und dann so einen Film auch zu genehmigen. Also, da denke ich mir auch immer, was denken die sich dabei? Also, wie kann man so ein Skript sehen und am Ende sagen, ja, das wird was? Ja Verstehe gut, ich auch es nicht. gibt halt eine Vorlage, es ist Science Fiction, du hast bekannte Hauptdarsteller und es ist auch wahnsinnig viel Budget in den Film gesteckt worden. Ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber er sieht ja äußerst hochwertig aus. Das denke ich, da gibt es den Ansatz und warum er das macht, kann ich schon nachvollziehen. So ist nicht, ne? Was wird jetzt, weil ihr habt gemeint, Stadt der 1000 Planeten und was da für Geschichten drin stecken, das ist übrigens auch eine auch so ein Kritikpunkt, den ich jetzt auch habe. Du siehst ja ganz zu Beginn des Films, das sieht man auch im Trailer, wie unterschiedlich die Rassen sind, die dort unterwegs sind. Ja, also mehr so, ich sag mal, mehr so die Bio-Richtung, dann mehr so Techie-Rassen, die halt sehr technisch sind und also diverse. Und das wirkt dann ja auch quasi wie eine Stadt in Planetengröße, also wirklich mit vielen großen Distanzen und Entfernungen. Und dann gibt's im Film irgendwann die Szene, wo quasi alle Schauplätze, die mal kurz so Bruchteil angerissen wurden und eigentlich den Eindruck einer großen Stadt, einer planetengroßen Stadt vermitteln, siehst du plötzlich, wie innerhalb kürzester Zeit irgendwie quasi ein Raumschiff all diese Punkte durchfliegt. Ja, wo die es schaffen, innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden die komplette Größe der gesamten Stadt auf ein vernichtendes Minimum zu reduzieren. Das fand ich total fatal. Das hat wirklich diese Größe und diesen Aspekt der 1000 Planeten oder 1000 Städte völlig genommen. Ja. So, war meine Ja, Meinung. das kann man auch ewig so weitermachen. Es gibt eine Szene, wo innerhalb von der letzten Sekunde, wie es im Film immer so ist, da alles noch gerettet wird und dann ein Raumschiff wegfliegen kann und trotzdem hat die noch Platz, da jemanden zu fesseln, an die Seite zu stellen und sonst irgendwas. So viele unlogische Sachen, auch die selbst mit die der kleinste Anfängerregisseur nicht machen würde als Fehler. Ja, da sagen wir mal so, es fällt vor allem deshalb auf, weil der Rest so schlecht ist. Ich finde, wenn man sich einmal in so einen Film, ich sag mal, reingesteigert hat, dann fallen auch die vielen Ungereimtheiten viel stärker auf Ja, als das bei mag Filmen, sein, ja. ne? Wo man sagt, ja gut, hat mir gefallen, da kann er von mir aus noch der Kugel ausweichen oder hat noch Zeit, da irgendwen zu knutschen, zu fesseln oder sonst was, ne? Ja, das. Also für mich gibt es tatsächlich nur zwei Lichtblicke. Ganz am Anfang, wo der jeweilige Kommandeur auf Alpha die Aliens begrüßt, gibt es eine kleine Hommage an Fünfte Element, in den die Alienrasse aus Fünfte Element auch da auf dieses Schiff kommt. Das fand ich schön. Und der Körper von Cara Delevingne im Bikini. Das war's. Ja, okay. Müssen wir natürlich auch kurz ansprechen. Was haltet ihr vom Auftritt Rihannas? Ich habe es jetzt nur in der deutschen Fassung gesehen und gehört. Ich habe mir sagen lassen, der OV soll schrecklich klingen, auch wie sie ihren Text runterleiert. Also das, so das, was sie da im Wenigen bringen musste, soll wohl schon nicht gut rüberkommen. Und in der deutschen Fassung, die ich geguckt habe, ja, also da fand ich diesen Opernauftritt in das fünfte Element 10-mal geiler. Ja, ich Ja. meine, die Idee war nicht schlecht, aber ach, das war halt irgendwie auch so, ja, wir müssen noch mal so eine Szene drehen, wir nehmen Rihanna, die ist bekannt und ja, aber hat mich absolut nicht mitgenommen. Und sie trägt auch eigentlich nichts zur Story bei, denn der Nee. Part, für den sie gedacht ist, ist ja auch komplett überflüssig, trägt ja auch nichts zur Story bei. Ja, genau, das kommt noch dazu. Also im Grunde war das so nach dem Motto, wirkte für mich wie so eine reine Werbemaßnahme, dass man Richtig. Rihanna aufs Poster und in den Trailer packen kann. Ganz genau. Und schön immer ihr Gesicht. Also, weiß man aus den Trailern, ich habe die Trailer nicht gesehen, weiß man aus den Trailern, was für eine Figur sie ist? Verrät man dann Nee, zu viel, wie sie nein, heißt? nein, Weiß man nein. nicht, okay. Also man sieht ihr Gesicht sehr viel und es wäre nicht zwingend notwendig gewesen. Ja. ja, cool. Also wir wissen ja, wie das bei uns läuft, ne? Und ich habe letztens auch die Kritik gekriegt, dass wir zu oft 4 von 5 Sternen vergeben. Aber wir vergeben halt immer also maximal 5 Sterne für Filme und auch für Serien und für Comics und so weiter und so fort. Wie viele Punkte Sterne würdet ihr geben, wenn 5 das Maximum ist? Mark. Marco, Marco. 2 Sterne. Wegen der Optik, wegen der Opulenz, wegen gewissen Kulturen und Grundideen, 2 Sterne. Ja, da würde ich sogar mitgehen. Also wie gesagt, ich sehe ihn halt als
nicht gut an, aber die guten Punkte sind hier schon gut genannt worden und dafür gibt es dann auch 2 Sterne. Aber 2 von 5 ist immer noch nicht gut und wie gesagt, wer nicht im Kino war, muss es nicht nachholen. Wenn er irgendwann mal im Fernsehen läuft oder am Streamingdienst für lau, kann man mal zuschlagen. Ansonsten, ne. Da würde ich tatsächlich auch zustimmen. Ich meine, ich bin totaler Science-Fiction-Fan, finde deswegen alles ein bisschen geiler, als es sein müsste, sobald Science-Fiction-Raumschiffe dabei ist. Aber die Story ist so dünn und so austauschbar, dass wir nicht über 2 von 5 Sternen hinauskommen. Da sind wir uns ja auch sehr einig, sehr gut. Ja. Da gibt es ja vermutlich dann auch keine Fortsetzung. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Also ich habe mir mal ich gucke mir ja immer mal gerne wöchentlich die Einspielergebnisse an den Kinokassen an und also da wird es wahrscheinlich eher einen Bankrott der Produktionsfirma geben. Ich glaube nicht, dass da noch was nachkommt. Dann sag mir mal kurz, wie Emoji der Film gestartet ist. Ich glaube, der ist sogar für sein Budget moderat gestartet. Ach du Und Scheiße. aber ich denke mal, durch die extrem krass negativen Kritiken wird er wahrscheinlich auch jetzt sehr stark einbrechen und ich glaube auch nicht, dass da noch was nachkommt. Ja, ist tatsächlich der schlimmste Film, den ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Echt? Ja gut, der läuft ja auch ganz aktuell. Hast du ihn gesehen, Nick? Nee, um Gottes Willen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal so wirklich, dass der kommt. Also weil ich weiß nicht, ich habe es geschafft, tatsächlich daran vorbeizukommen. Und dann habe ich den irgendwann natürlich hier auf der Liste der Filme mit den Einspielergebnissen gesehen. Der war ja, der hat ja, ist ja gegen Dunkirk angetreten in den USA. Dunkirk zweites Wochenende, Emoji erstes. Hat dann gegen Dunkirk auch verloren, Gott sei Dank. Aber ich glaube, der hätte noch deutlich weniger Einspielergebnis verdient. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Film, den ich einfach nicht gucken werde. Also was ich da gehört habe, das schlägt ihm fast schon echt den Boden aus. Erzähl mal, wann war es denn Emoji? Wann hast du den gesehen? Den habe ich gesehen, tatsächlich einen Tag vor offiziellen Kinostart. Da muss ich zum Glück nichts für bezahlen. Das war Okay. eine Vorführung. Und die haben dann ganz klar gesagt, ja, der neue Familienfilm und wir sind ja verantwortlich auch für Wolkig mit Aussicht mit Fleischbällchen und, haben tatsächlich 2, 3 der besseren Titel genannt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist dann doch nicht so scheiße. Aber ich reiße es mal jetzt kurz in 4, 5 Sätzen Ja. runter, weil mehr lohnt sich einfach nicht. Grundstory ist, diese Emojis, die leben in unseren Handys. Und auch alle Apps sind Mini-Welten in den Handys. Die Emojis, die haben immer nur ihren Gemütszustand, wie das, was wir anwählen. Und der eine Emoji, der Hauptdarsteller, der verkackt halt seine Emotionen genau da, als es gebraucht wird. Deswegen denkt der Besitzer des Handys, er müsste das Ganze auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und er versucht jetzt das Ganze zu lösen, indem er eine Hackerin namens Jailbreak irgendwie sich helfen lassen will, damit das alles wieder in Ordnung kommt. Das nur kurz zur Grundstory. Und jetzt gleich die Kritik hinterher. Es gibt tatsächlich keinen einzigen echten Lacher. Gibt's einfach nicht. Keinen einzigen. Und wir saßen da ja wirklich mit 40, 50 Leuten, kein Lacher im ganzen Film nicht. Es gab 2, 3 Schmunzler, die aber nur von Leuten verstanden werden, die zum Beispiel früher schon mit Handys hatten. Da zum Beispiel trifft dieses Emoji auf eine Doppelpunkt-P-Kombination, was ja damals für Zunge rausstrecken galt, und sagt, oh, alter Mann, darf ich dir die Straße helfen? Sowas in dieser Art, das war ein Schmunzler. Aber tatsächlich kein Lacher. Die Story ist total banal. Es ist schlecht synchronisiert, keine guten Ideen drin. Und das Ganze ist einfach nur eine Werbeveranstaltung für Apps wie Spotify oder wie Dropbox und ähnliche Sachen, wo die da halt durchlaufen durch die Apps. Und ganz lange auch Candy Crush. Und am Ende wird natürlich alles schick. Und es gibt nur ein Highlight und das ist die Synchronisation von Christoph Maria Herbst. Der spricht High Five, so eine Hand, die nach oben zeigt. Und der kann aber auch eine Einkaufsliste vorlesen. Der ist halt immer gut. Aber das war's. Der würde bei mir nicht mal einen halben Stern kriegen. Schlechtester Animationsfilm, den ich je gesehen habe. Ist auf jeden Fall lustig, mal hier die ganzen Rezensionen zu googeln. Der hat gerade auf Rotten Tomatoes gerade bei 6%, das ist natürlich schon so respektabel. Und ich möchte gerne mir jetzt zwei Sätze einfach mal zitieren, die als Rezension einmal von Spiegel Online steht hier auf der Wikipedia, steht als Zitat: Unterm Strich ist es wohl sinnvoller, seine Zeit dafür zu investieren, seinen Kollegen einen Kackhaufen-Emoji zu schicken, als über die Botschaft des Films nachzudenken. Schon mal sehr gut, schreibt Spiegel Online. Und auch schön die Süddeutsche Zeitung schreibt, die Witze sind flach, die Charaktere Stereotypen. Das Schlimmste an Emoji der Film ist aber das schamlose Product Placement, das Kindern nicht zugemutet werden sollte. Das unterstreicht ja genau, was du auch gerade gemeint hast, dass da wahrscheinlich viele Werbepartner am Es Start ist so waren. schlimm. Könnt ihr mir gratis präsentieren? Mein Neffe könnte zu Besuch sein, ich will einen Trickfilm gucken. Ich will lieber zum 22. Mal König der Löwen raus, als einmal diese Scheiße anzumachen. Okay, also skippen.
Ja. Sehr gut. Also gehen wir ins Kino, gucken wir uns lieber, keine Ahnung, Baby Driver läuft hier irgendwie auch an, das Ding muss ich unbedingt noch gucken. Ja, der ist großartig. Da freue ich mich auch schon drauf. Jo, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf den nächsten großen Block, nachdem wir hier uns auf zwei Filme konzentriert haben. Wie sieht's denn aus mit den Comics? Wie weit bist du denn gekommen, Nick? Was hast du zuletzt gelesen? Ja, gelesen habe ich nicht so viel mehr. Also da war ich nicht so fleißig, wenn ich meinen Stapel ungelesener Comics hier so betrachte. Gelesen habe ich aber etwas, und zwar Batman Second Chances. Das ist eine Anthologie, die eine Reihe von Batman-Heften zusammenfasst. Etwas älterer Stoff. Und zwar geht es da hauptsächlich darum, wie halt Batman mit dem, das lass mich nicht lügen, mit dem zweiten Robin zusammenkommt, also mit Jason Todd, wie die beiden zusammenfinden, warum er überhaupt einen zweiten Robin braucht und so weiter und so fort. Ich bin ja jemand, Batman hat bei mir tatsächlich einen ziemlich dicken Stein im Brett, ist meine Lieblings-DC-Comic-Figur. Ich würde sogar sagen, allgemein meine Lieblings-Comic-Figur, ziemlich Mainstream, ist aber so, und davon lese ich eigentlich fast alles, insbesondere halt diese, sage ich mal, recht wesentlichen Ereignisse. Das kann dann, wie zum Beispiel hier, The Killing Joke sein und ähnliche Fälle, die halt wirklich auch prägend für die Figur sind. Darf ich kurz was dazu fragen? Ja. Ich bin lange, lange raus aus dem Batman-Thema. Grundsätzlich interessiert, ist Jason Todd der, der später von Joker so spektakulär getötet wird? Ja, Ja. der, Ah, okay, alles genau. klar. Gut. Genau, und der hatte natürlich auch seine erste Begegnung mit Batman, und in Batman Second Chances wird unter anderem die dann halt abgehandelt. Das Ganze ist mal, also bevor ich zur Qualität der Story jetzt komme, ich finde, die Anthologie ist etwas unglücklich zusammengestellt. Es ist zwar chronologisch richtig, also von der Erscheinung der Comics ist diese, sind alle nacheinander auch so erschienen. Es ist aber zum Beispiel so, also wenn du jetzt dieses Cover von Batman Second Chances siehst, dann siehst du halt, wie Batman da vor seinem Batmobil steht und Jason Todd versucht dann gerade halt einen Reifen abzumontieren. Ne? Er ist ja ein Waisenkind, der schlägt sich durch das Straßenleben in der Crime Alley und klaut halt Autoreifen, klaut andere Sachen, und dann vergreift er sich natürlich an Batmobil. Und so kommt dann halt deren erste Begegnung zustande. Wenn du das Cover siehst, würdest du sagen, okay, damit fängt der Comic an, und dann geht's halt, wie es so weitergeht. Er wird zu Robin, es gibt wahrscheinlich irgendwie einen ersten Konflikt und so weiter und so fort. Das ist aber nicht so. Stattdessen haben die ersten beiden Geschichten überhaupt nichts mit der Origin, sage ich jetzt mal, von Jason Todd zu tun. Das fand ich persönlich schon ziemlich irreführend, weil in den ersten beiden Heften dieser Anthologie, da ist Jason Todd bereits Robin, und man weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Und er spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle. Er kommt da vielleicht in zwei, drei Panels mal vor. Und dann, glaube ich, am Endkampf spielt er auch nochmal eine gewichtige Rolle. Aber man weiß überhaupt nicht, hä, wieso ist denn der jetzt plötzlich Robin? Ich dachte, man wird erstmal hier einge also es wird erstmal eingeführt, warum das überhaupt, also wie er überhaupt zu Robin geworden ist. Erst in den zweiten Story Arc ist es dann so, dass man diese erste Begegnung tatsächlich dann durchlesen kann oder erleben kann. Das finde ich persönlich schon ein bisschen unglücklich. Also ich habe auch mal im Panini-Forum mal gefragt, warum das so ist, weil wenn du dir die Nummerierung der Hefte anguckst, scheint das zu stimmen, aber inhaltlich halt nicht. Und da hat man mich mal aufgeklärt, dass das wohl daran liegt, dass es zwischendurch halt so eine Art Event-Reboot gab. Und danach hat man in der fortlaufenden Serie von Batman dann halt diese Origin nochmal neu aufgesetzt und halt ein bisschen modernisiert. So, wenn du das aber nicht weißt, ist das schon ein bisschen verwirrend, ne? Weil du halt gar nicht weißt, also du denkst jetzt wird dir erstmal erklärt, wie der überhaupt so Robin wird, und dann ist das plötzlich schon, dann kommt die Origin und ja, okay. Ne? Das war ein bisschen verwirrend. Ansonsten ist die Anthologie aber auch nicht ganz glücklich, weil, wie gesagt, es ist zwar chronologisch alles in der richtigen Reihenfolge, aber es gibt auch Geschichten in der Anthologie, da kommt Jason Todd fast gar nicht vor. Und das finde ich halt in einer Anthologie, die sich so verkauft, als wäre sie halt, also wäre halt Jason Todd im Fokus, finde ich jetzt, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das wäre Etikettenschwindel, aber würde man mich fragen, hätte man quasi die Anthologie um die Hälfte kürzen können, dann hätte man wirklich den Fokus auf diese Figur gelegt. Steht So. da irgendwo, dass da konkret der Fokus jetzt gemeint sein soll? Also ich kann das schon voll nachvollziehen und gerade auf ihm, weil auf dem Cover ist er ja drauf und da ist ja dieser Moment, wo er sich am Batmobil da zu schaffen macht. Aber kann Second Chances jetzt auch mal vielleicht positive Frage, kann das auch irgendwie auf diese anderen Geschichten irgendwie umgemünzt werden? Hat das damit vielleicht irgendwas zu tun oder überhaupt nicht? Dieser Titel. Ja, es gibt da am Ende nochmal, also es gibt schon noch am Ende eine Geschichte, da macht das jemand, es macht Sinn, dass sie da drin ist, aber es gibt eben auch drei, vier Geschichten, die hätte man weglassen können.
So, die haben auch nichts mit dem Cover und dem Klappentext zu tun. Es ist natürlich so, wer die Hefte schon kennt, ne, und natürlich bei der Produktbeschreibung schaut, was da drin ist, der wird das natürlich wissen und für sich irgendwie abhaken können. Aber ich als jemand, der halt eher auf diese Anthologien zugreift, weil ich halt kein Heftleser bin, das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Es ist jetzt kein Totschlagargument, ne? Also letztendlich, ich fand es halt einfach nur nicht so praktisch, muss man so auszudrücken. Ja, inhaltlich, um mal dann auf die Geschichte an sich zuzukommen, es sind halt mehrere Geschichten. Wie ich schon gesagt, es fängt halt an mit einer Geschichte, bei der Jason Todd weniger eine Rolle spielt. Da geht es dann um einen Psychopathen, der sich selbst für Batman hält. Und der Meinung ist, dass er halt die Kriminellen töten müsste. Das bringt Batman dann wiederum ein bisschen in Verruf, weil sich dieser Mensch auch wie Batman kleidet. Batman versucht dann natürlich, seinen Doppelgänger da irgendwie auszuschalten, und danach geht es eigentlich dann schon direkt in die Origin. Ja, also ich muss sagen, es ist jetzt nicht die allerbeste Batman-Story. Man merkt ihr auch ihr Alter an. Es gibt ja Batman-Comics, die altern besser als andere. Da finde ich sagen, ist halt so ein Mittelding. Letztendlich, es ist eine sympathische Geschichte, auch wie die beiden zusammenfinden. Da gibt es dann zum Beispiel auch, also wie das Ganze so zustande kommt, ohne so viel zu spoilern. Batman, also Robin bzw. Jason Todd versucht halt beim Batmobil die Reifen abzuschrauben. Batman wiederum erwischt ihn dabei, kommt dann so ein bisschen, kommt ihm auf die Schliche, findet ihn, erfährt dann, was er für eine Vergangenheit hat, Mutter verloren, Vater verloren, hat dann Mitleid, möchte ihn erstmal in eine Schule bringen, da entwickelt sich dann auch mal eine eigene Geschichte draus, und am Ende fühlt er sich halt, fühlt Batman sich dafür schuldig, dass er den Jungen in Gefahr gebracht hat. Das hat auch das mit der Geschichte zu tun, da möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern. Und nimmt er dann bei sich auf. Ist natürlich so ein bisschen mit viel Augenzwinkern, aber man muss natürlich auch bei Comics immer in gewisser Weise ein paar Sachen hinnehmen. Und es ist, würde ich sagen, für die Leute, die wirklich so eine Vollständigkeit haben möchten in ihrer Batman-Sammlung und die diese wesentlichen Punkte, also Tode von wichtigen Batman-Charakteren oder die ersten Auftritte von wichtigen Charakteren im Batman-Universum, ist es, glaube ich, netter Teil in der Sammlung. Aber es ist halt, muss man auch sagen, für Leute, die mit älteren Comics vielleicht Probleme haben, vom Storytelling her, von den Zeichnungen her, die werden damit vielleicht nicht so hundertprozentig warm. Mich würde nochmal interessieren, gerade jetzt, wenn es um die Charakterisierung von ihm geht, also von Ne? Jason Todd. So rein optisch sieht er den ja, sieht er seinem Vorgänger Dick Grayson ja super ähnlich, ne? Also halt ein Junge, athletisch, mit schwarzen Haaren. Wie ist er denn so von der Charakterisierung? Gibt es da irgendwas, was ihn ausmacht, so wie ein Damian Wayne, der halt total der Stinkstiefel ist, aber auch seine tollen Momente hat? Oder hat er irgendwelche eigentlich individuellen Highlights? Finde ich schwierig auf Basis der Comics. Also er ist ja, glaube ich, später bewusst so ein bisschen in diese, ja, ich sag mal, leichtsinnige Ecke gedrückt worden. Er ist auch in den Comics ein kleiner Hitzkopf, sage ich mal. Er ist jetzt nicht so arrogant wie Damian Wayne, das nicht. Aber auch er ist, wenn er, sag ich mal, also Batman hat zum Beispiel ein Geheimnis vor ihm, was so ein bisschen also was den Tod seines Vaters angeht, also der Tod des Vaters von Jason Todd. Und als er das rauskriegt, dann rebelliert er so ein bisschen, macht sein eigenes Ding. Und das ist schon, ja, das merkt man schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein wesentlicher Charakterzug ist, zumindest nicht in den Heften, die hier dargestellt werden. Hier ist er eigentlich nur der klassische Sidekick, der am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen überfordert ist mit seiner Rolle, der natürlich noch, das darf man nicht vergessen, im Grunde ein Kind ist. Und entsprechend ist auch, wie ein Kind sich verhält in gewissen Situationen, gerade dann, wenn er vielleicht irgendwie emotional in der Lage ist, die er gerade nicht so gut wegstecken kann. Und aber dieses extrem charakteristische wie Damian Wayne, der auch schon, also ehrlich gesagt, ich konnte das kaum lesen mit Damian Wayne. Teilweise so ist er nicht. Also ich glaube, da ist auch später einiges dazu geschrieben worden. Marco, du hast gemeint, du hast auch mal eine Batman-Phase irgendwann bist und hast gleich sogar Comics gelesen. Bis zu welchem Zeitpunkt ungefähr ging das? Oh, das ist tatsächlich schon 15 bis 20 Jahre Ja. her. Ich habe jetzt erst gerade wieder angefangen und habe mir die Rebirth-Serie nachgeholt. Also damit jetzt gestartet, weil ich dachte, irgendwo will ich mal wieder anfangen und das hat's jetzt. Also ich bin eigentlich komplett raus. Ich mag den grundsätzlich noch. In Filme war ich immer dran geblieben und auch die Animationsfilme, aber comicmäßig komplett raus. Weil das ist ein bisschen auch das, worauf ich jetzt auch hinaus wollte, denn tatsächlich ist die Rebirth-Serie auch eine, die mir gerade so ein bisschen auf den Sack geht. Im speziellen Tom King heißt der gute Mann, glaube ich, der die Batman-Serie schreibt. Es ist halt super abgespaced und abgehoben. Es ist also immer so eine ganz extreme Situation, wo
Batman ausschließt, also fast immer übermenschliche Sachen vollbringt, gegen gefühlte hunderte Gegner gleichzeitig kämpfen muss oder auf irgendwelchen Flugzeugen reitet. Wie bodenständig ist denn Second Chances gewesen, Nick? Ist das irgendwie total abgespaced oder eben dann doch so ein bisschen der gute alte Batman, der so Detektivarbeiten macht? Ja, es ist natürlich auch so ein Kind seiner Zeit, ne? Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt die neue Rebirth-Serie noch nicht gelesen. Ich finde die Geschichten hier noch weitestgehend bodenständig. Ich glaube, zwar nicht immer hundertprozentig glaubwürdig, aber es gibt unter anderem da auch einige Geschichten, wo ich sage, die finde ich tatsächlich sogar ziemlich gut, die auch wirklich noch so ein bisschen so dieses Crime-Feeling haben. Es gibt ein paar, die sind einfach nur so 0815, was natürlich so ein bisschen das, wie ich schon sagte, Kind der Zeit ist. Two-Face ist zum Beispiel ein wichtiger Gegner. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ältere oder ihr beide schon mal noch so ein paar ältere Batman-Comics aus den 80ern im Sinn habt. Aber Two-Face wird dann unter anderem so dargestellt, dass er bei seinem Verbrechen immer diese Zahl 2 so übertrieben einbringt. Also, und dann auch halt, was man heutzutage vielleicht damals eher noch nicht mehr ernst nehmen kann, wenn er dann sein super Clou ist dann, dass er natürlich einen zweiten Wagen hat, mit dem man fliegen kann, durch eine zweite Tür mit einer zweiten Waffe, und natürlich hat er noch einen Plan 2, also die ist so ganz exzessiv auf diese 2 fixiert, was man, finde ich, dann auch nicht mehr ernst nehmen kann. Das würde ich sagen, ist immer ein Kind der Zeit. Ansonsten ist es nicht so, dass Batman jetzt hier ständig die Welt retten muss. Meistens sind das irgendwie, sag ich mal, Gegner aus der vierten, fünften Reihe, die vielleicht auch nie wieder vorgekommen sind. Da gibt es dann eine in sich abgeschlossene Geschichte. Aber abgesehen davon, ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht abgehoben. Es ist halt vom Storytelling etwas gealtert. Ich würde es aber nicht sagen, dass ich irgendwie gedacht habe, boah Gott, schon wieder die Welt retten und schon wieder irgendwie Kryptonia besiegen, oder nee, so ist es nicht. Okay, ja. Also das klingt jetzt auch nicht so ganz so richtig positiv. Wie viele Sterne hast du denn gegeben? Ja, ich habe 3 von 5 gegeben. Also, weil ich halt finde, dass es da teilweise schon ein paar gute Story-Abschnitte gibt. Ich finde zum Beispiel, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, am Ende treffen der alte Robin, Dick Grayson, und Jason Todd zum Beispiel mal zusammen. Und ich finde, das war auch eine gute Geschichte. Die ist nicht lang, nimmt einen kleinen Teil in dieser Anthologie ein, aber das fand ich gut. Ich fand auch das Zusammentreffen von Batman und Jason Todd an sich gut. Es gab einige gute Ideen, aber ich sage halt, einmal diese Zusammenstellung fand ich halt nicht ganz günstig. Ja, und es ist halt, wie gesagt, an einigen Stellen nicht gut gealtert. Ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, die können da besser drüber hinwegsehen. Vielleicht auch Leute, die schon länger dabei sind als ich, die vielleicht damals schon die Comics mehr oder weniger neu gelesen haben. Da sieht man sowas ja auch mal anders. Aber ich muss sagen, wie gesagt, es ist nicht so ganz modern an einigen Stellen. Und wer vielleicht eher dieses moderne Storytelling haben möchte, der kommt da vielleicht auch nicht so rein. Für mich ist das immer auch so eine Gratwanderung. Da kann ich auch nicht alles lesen. Alles klar, vielen Dank für deine Meinung dazu und vor allem vielleicht auch vor der Warnung. Das scheint ja jetzt ja nichts, also ich meine, die Geschichte, vor allem die Origin von Jason Todd lesen zu wollen, ist ja dem Grunde nach eigentlich, also das ist eine hehre Absicht, gerade für einen Neueinsteiger. Aber ja gut, das scheint jetzt nicht so spannend gewesen zu sein. Vielleicht reicht es auch, wenn man sich die einzelnen Issues da irgendwie auch zieltot in irgendwie auf, keine Ahnung, Comixology oder so. Das kann auch vollkommen reichen. Also, es ist halt, wie gesagt, eine Frage, wenn man nur diese modernen New 52 und Rebirth-Sachen liest und vielleicht auch noch was jünger ist, ne? Also ich bin ja jetzt auch nicht sondern die alte Mitte 20, ne? Und dann sowas nur kennt, ne? Und auch sowas erwartet, und dann liest man halt nochmal diese Sachen aus den 80ern. Das ist schon ein kleiner Kulturschock, ne? Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank. Jo, gern. Der Marco, du hattest gemeint, du hast die Rebirth-Serien dir jetzt schon geholt von Batman. Hast du die jetzt Ja. aktuell gelesen oder liegen die noch auf deinem Lesestapel? Die ersten drei habe ich gelesen. Sind das auch die deutschen oder die englischen Ausgaben? Die deutschen. Die deutschen, ja. Die habe ich auch die Tage gelesen. Wie war denn das so dein erster Eindruck? Du musst jetzt nicht so viel, wenn ihr da bist. Wir haben das ja vorher nicht abgesprochen. Aber wie war denn so dein erster Eindruck dazu? Macht Spaß, muss ich sagen. Also das Batman-Feeling ist noch da. Ich habe diese beiden Kryptonier direkt gehasst und das finde ich gut, obwohl die eigentlich gut sein sollen. Also nee, macht Spaß, habe ich Bock drauf. Also das war ein Tipp von jemandem bei Twitter, der von den guten Rollmeier, der dürfte auch hier bekannt sein. Ja. Und ich habe ihn gefragt, womit soll ich starten? Sagt er, guck dir erstmal Rebirth an. Hat er mir dann mehrere Serien empfohlen, Batman Rebirth, Superman Rebirth und so weiter. Und als alter Batman-Fan war das natürlich mein erster Griff. Und muss sagen, doch, gefällt mir gut. Schöner Zeichenstil, gute Geschichte, habe ich Bock drauf. War der auch nicht so abgespaced da, gerade zu Beginn, wenn er auf dem Flugzeug reitet?
Nee, ich habe vorher Just Cause 3 auf Xbox Alles gespielt. klar, Mich schockt okay. nichts mehr. Also schon warm gelaufen, was die Action angeht, sehr gut. Ja. Ja, ich weiß, dass der Nico heute zeitlich auch ein bisschen eingebunden ist und deswegen würde ich, glaube ich, auch schon auch direkt erstmal zu deinem zweiten Thema gehen, Nick, bevor uns dann nämlich ausgiebig auf das Thema Wrestling nachher stürzen werden. Und du hast da aktuell noch was anderes reingelesen, ne? Genau, ich habe Tomb Raider gelesen, also angefangen zu lesen. Da ist nämlich bei Dark Horse in der englischen, zumindest in englischer Sprache, eine, ich sag mal, Deluxe Edition erschienen. Das ist ein recht hochwertiger, auch hochformatiger Hardcover-Band. Ich glaube, die ersten vier sind bei Amazon jetzt bestellbar oder zumindest vorbestellbar. Und darin werden halt die Top Cow Tomb Raider Comics quasi zusammengefasst. Im ersten Band, den ich jetzt hier stehen habe, die Bände 1, also die Hefte 1 bis 15, erschienen ab 1999 bei Top Cow damals halt. Und ja, Tomb Raider, muss ich sagen, an den 90ern für mich noch gar kein Thema, nicht nur alterstechnisch. Ich hatte damals keine Spielekonsole und nichts. Dieses ganze Tomb Raider-Thema ist für mich eigentlich erst mit dem Reboot der Spielereihe überhaupt bedeutsam geworden. Vorher hatte ich damit nichts am Hut. Ich kannte natürlich die Figur. Ich habe auch bestimmt irgendwo mal bei jemandem Tomb Raider gespielt. Aber kennen tue ich die Dame und diese Welt eigentlich erst mit dem Reboot, das ich auch unheimlich gut fand. Also ich bin da eigentlich ohne große Erwartungen an das Spiel gegangen. Das gab es irgendwie im Steam Sale dann mal für 5 € oder so. Und gesagt, komm, tust dir das mal an, hat gute Bewertung. Und ich fand das atmosphärisch unheimlich gut. Also nicht nur vom Gameplay, auch atmosphärisch, die Story, die Figuren, diese Open-World-Elemente, die da, also auch die Detailverliebtheit, das hat mich schon ziemlich abgeholt. Also ich würde sagen, ab da an war für mich Tomb Raider auf jeden Fall ein Thema. Ich wusste auch, dass es Comics gibt und Bücher, aber da habe ich mich eigentlich nicht so rangewagt. Die haben ja auch, wenn man mal in den gängigen Portalen nachschaut, eigentlich eher mäßige Bewertungen. Also Tomb Raider Comics sind, glaube ich, nicht dafür bekannt, jetzt zum Olymp der Comicschmieden zu gehören. Das definitiv nicht, aber ich meine, diese Deluxe Edition ist auch nicht sonderlich teuer. Also ich habe die jetzt für 30 € gekriegt und dafür hat man dann einen 400-Seiten-Comic, wie gesagt, hohes, also großes Format. Das Ding ist 32 Zentimeter hoch, ne? Also es ist Sehr schon, stark. schon, ist schon, ja genau. Und dafür halt, wie gesagt, dickes Hardcover. Das kostet, sowas kostet normalerweise bei Marvel und DC in der Größenordnung schon ein paar Euro mehr, ne? Und da dachte ich mir, gut, dann schlägst du mal zu, vielleicht verliebst du dich ja doch daran. So, und ich muss aber sagen, nachdem ich jetzt mit etwas über der Hälfte durch bin, wirklich abgeholt hat mich das dann aber leider in dem Maße nicht. Geschrieben ist das Ganze von Dan Jurgens, den kennen ja sicherlich einige auch von DC. Und der ist ja eigentlich ein sehr bekannter Autor. Ich meine, ich muss dabei natürlich auch sagen, Tomb Raider war damals natürlich anders, ne? Also in den 90ern, denke ich mal, da ist die Figur anders dargestellt worden. Das hat wahrscheinlich mit der Geschichte im Reboot auch nicht mehr so viel zu tun. Aber es hätten halt trotzdem gute Comics sein können. Es ist aber leider, im Panini-Forum hat das einer so passend beschrieben, liest sich so ein bisschen wie so schlechte Indiana Jones Rip-Offs. Ja? Also Tomb Raider ist natürlich sehr, ja, auf äußere Geschlechtsmerkmale fixiert dargestellt. Das sieht man auch schon, wenn man sich mal so das Cover anguckt. Darüber hätte ich aber natürlich hinwegsehen können. Man darf auch nicht vergessen, und das ist Ende der 90er, in den 90ern, selbst heute sehen die ja teilweise auch noch sehr stark so aus. Aber auch von den Zeichnungen an sich. Also man weiß jetzt nicht, ist das jetzt irgendwie so eine, sollte das eigentlich ein Pornokalender werden? Teilweise auf den Panels bewusst in relativ fragwürdigen Posen dargestellt. Ich bin da sicherlich kein Spießer, aber man zieht sich halt so relativ langweilig dann auch dadurch. Die Geschichten, also im Grunde folgt es immer dem Prinzip, es gibt irgendein ganz seltenes Artefakt und das ist natürlich auch total gefährlich und es gibt natürlich irgendeine Geheimorganisation oder irgendeinen verrückten Supermilliardär, der das haben möchte und sie muss halt versuchen, ihm das aus den Händen zu reißen. Nicht selten kriegt die Person dann dieses Objekt und wird dann davon irgendwie vernichtet. Das kennt man ja auch aus Indiana Jones. Und das hat sich dann wirklich nach Schema F wiederholt. Die Charaktere sind wirklich vollkommen stereotyp. Also natürlich ist ihre alte Studentenfreundin die allerbeste Archäologin auf der Welt und natürlich super sexy Mitte 20 und so weiter und so fort. Und das hat, also ich meine, vielleicht hätte mir das früher besser gefallen. Ne? Da, also geht man ja auch anders an so Sachen ran, in einem etwas anderen Alter. Aber jetzt muss ich schon sagen,
Also, das war wirklich sehr Schema F. Es ist auch nicht sonderlich spannend. Was noch einigermaßen funktioniert, ist halt das Zusammenspiel zwischen ihr und Chase Carver. Das ist halt so ein Outlaw, könnte man sagen, auch so ein Schatzsucher, mit dem sie mal was hatte und der immer noch hinter ihr her ist. Und sie ist halt die taffe Frau, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Das muss man dem Comic natürlich auch lassen. Aber es ist halt teilweise etwas over the top. Es ist relativ gleichbleibendes Story-Schema. Und in Zeiten, wo ich mir überlegen muss, wie viel Platz ich im Regal habe und wie viel auf meiner Liste steht von Sachen, die ich noch kaufen möchte, da würde ich sagen, fallen die nächsten Tomb Raider-Bände wahrscheinlich in der Liste sehr weit nach unten oder fallen ganz raus. Ja, ist krass, vor allem auch, wie du schon sagst, Dan Jürgens, der da als Autor wohl tätig war, das ist ja jemand, der hat ja viele geile, große Sachen geschrieben, also keine Ahnung, Superman ja. und DC ist bei DC ist er ja schon eine ziemliche Koryphäe, sage ich mal. Da erwartet man natürlich was, aber man darf auch nicht vergessen, du bringst ja im Grunde selbst ein gutes Beispiel ein. Tom King hat mit Vision, ja, er gibt da den Eisner Award mitgewonnen, gilt da ja als so der Super Newcomer und du sagst Batman um Gottes Willen, Ist ne? mir jetzt nichts, gerade bei den aktuellen Heftserien. Da wollte ich nämlich gerade auch auf Dan Jürgens zu sprechen kommen. Also aus meiner Sicht die geilste aller aktuellen Heftserien in Deutschland bei Panini, nämlich gerade Superman. Der macht mit Abstand am meisten Spaß. Und also es ist eine Figur, mit der Dan Jürgens offensichtlich ganz gut umgehen kann. Ob es vielleicht auch einfach auch an der Figur liegt. Ich meine, Lara Croft schön und gut, aber wie du schon sagst, man kann sie eben auf ihre primären Geschlechtsmerkmale reduzieren. Und also Indiana Jones ist vielleicht auch der bessere, weiß ich nicht, Abenteurer als jetzt so eine Lara Croft das ist. Kann es vielleicht sein, dass die Figur einfach nicht mehr hergibt? Also die Videospiele, wie gesagt, das ist natürlich schwierig. Die sind natürlich nach vielen, vielen Jahren danach rebootet worden. Die neue Lara Croft aus diesen neuen Spielen, finde ich, bietet schon deutlich mehr als Figur, aber auch die Story und ich meine, letztendlich ist es natürlich immer irgendwie eine Abenteuergeschichte, ne? Es geht da nicht um Familiendramen, es geht da letztendlich darum, dass Lara Croft in einer abenteuerlichen Umgebung versucht, irgendein Artefakt zu finden oder vielleicht auch in eine Situation gerät, in der sie dann irgendwen besiegen oder ein Artefakt finden muss, um da wegzukommen. Dass es da natürlich jetzt nicht unendlich viele Story-Varianten gibt, gut, gebongt. Aber ich finde, die Spiele machen halt auf allen Ebenen machen es besser. Und die Comics sind halt wirklich, es ist Schema F. Es ist so eine Mischung aus Indiana Jones, ein bisschen Punisher. Und das ist in der ersten Story noch okay. Aber nachdem sich dann nach drei Stories nicht wirklich was getan hat und man hat das Gefühl, es hätte jetzt auch die gleiche Geschichte mehr oder weniger sein können. Es gibt keine interessanten Figuren. Das funktioniert, es ist halt langweilig. Es ist einfach langweilig. Und ich finde es auch relativ ideenlos. Vielleicht haben die Spiele damals auch wirklich nicht mehr hergegeben. Die Amazon-Rezensionen zum Beispiel, die ich mir vorab durchgelesen habe, die waren zum Beispiel alle sehr positiv. Vielleicht sieht man das auch anders, wenn man die Spiele damals gespielt und geliebt hat und sagt, ja, so eine Tomb Raider, das entspricht dem, was damals vielleicht auch die Spiele hergegeben haben. Vielleicht gibt es da auch eine Menge Easter Eggs, die ich jetzt gar nicht gekannt oder erkannt habe, weil ich die Spiele nicht kenne. Da sieht man das vielleicht anders mit einem gewissen Nostalgiefaktor, den ich jetzt nicht hatte. Aber für sich genommen, mit dem, was ich sonst so lese, im Vergleich und meinem Anspruch würde ich sagen, also ich würde es mir jetzt nicht nochmal holen. Ja, der Janno von Danny Books, der dann Janno Rohleder, hat ja in Deutschland zuletzt auch Lara Croft veröffentlicht. Da ist im Mai 2016 ein Band erschienen, Lara Croft und die Artefakte des Bösen. Das ist jetzt allerdings von einem anderen Autor und ist wahrscheinlich eine ganz andere Reihe. Aber der hatte mir in Erfurt, als ich ihn mal ein paar Minuten mit dem reden konnte und was da vielleicht demnächst noch bei ihm kommt, hat er auch gemeint, dass er jetzt auch in der aktuellen Sachen, die jetzt bei Dark Horse so erscheinen, jetzt auch nicht die höchste Meinung von hat und das wohl auch eher nicht bringen wird. Ich sehe schwarz für die gute Lara und die Comics von ihr. Zumindest hier in Deutschland und ist doch schade, wenn man das so vor die Wand fährt. Wollen wir mal hoffen, dass der Film, der da irgendwie demnächst kommen wird, dass der nochmal ordentlich Aufwind bringen wird. Ja, man kann es hoffen. Videospielverfilmungen stehen ja eigentlich unter keinem guten Stern. Also auch da gibt es natürlich verschiedene Meinungen, aber für mich und Kritiker und Einspielergebnisse würden mir, glaube ich, im Regelfall auch recht geben. Meistens klappt das ja nicht. Ich muss auch sagen, es ist vielleicht auch einfach eine Natur der Sache. Tomb Raider ist zum Beispiel ein Videospiel,
Ich wüsste nicht, wozu ich da noch einen Film drehen soll, ehrlich gesagt. Das ist ja schon eine Geschichte, es ist ja schon filmreif. Man erlebt es ja sogar, man kann interagieren mit dieser Welt. Es gibt eine Geschichte, es gibt jede Menge Videosequenzen, es gibt Figuren, die erhalten ausreichend Charaktereigenschaften, dass man sagen könnte, ja, das funktioniert für mich im Spiel auch schon wie ein Film, wie eine funktionierende Geschichte. Da ist es vielleicht auch gar nicht so einfach für einen Film da noch so viel Mehrwert zu bringen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die meisten Videospielverfilmungen gefallen mir aus den gleichen Gründen nicht, warum mir andere Filme nicht gefallen, die jetzt nicht ein Videospiel zur Vorlage haben. Aber ich drücke natürlich den Filmemachern die Daumen, spielen ja auch einige sympathische Darsteller mit. Ich komme gerade nicht genau, Alicia Vikander ist ja, glaube ich, Lara Croft. Hübsche Dame hat ja auch einen Oscar, glaube ich, schon gewonnen. Und vielleicht wird es ja mal was. Ja, vielleicht ist sie auch nicht nur hübsch, sondern kann auch noch gut schauspielern. Das täte Die ihr kann gut bestimmt. schauspielern. Sehr Finde ich, gut. ist eine der, als abgesehen von optischen Schauwerten, finde ich, ist es eine sehr, sehr sympathische und glaubwürdige Schauspielerin. Also es macht auch Spaß, die auf dem Kino zu auf der Kinoleinwand zu sehen. Du warst ja mit dem Sammelband, glaube ich, jetzt noch nicht ganz durch, soweit ich es verstanden habe. Was wird es denn vorläufig so für eine Punktebewertung geben? Ja, ich würde 2 von 5 geben. Also, wenn ich durch bin, ich finde 1 von 5 klingt immer so nach richtig, richtig schlecht. Da würde ich sagen, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Aber es ist halt Schema F, ne? Es ist halt nichts Besonderes. Es tut nicht weh. Also ich glaube, es gibt da wahrscheinlich wesentlich Schlimmeres, was man so lesen kann. Aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde, ja, kann ich empfehlen, gib dafür 30 € aus. Puh, dann lieber was anderes. Okay, eindeutige Worte vom Nick. Also auch da lieber die Finger vom weglassen. Wir wissen also heute eher, was für Comics wir nicht lesen sollen, als was wir lesen sollen. Aber da danke, es gibt ja, wahrscheinlich haben wir alle einen Riesenstapel an Comics zu Hause liegen oder eine Riesenliste an Sachen, die wir noch potenziell holen wollen. Da wissen wir jetzt, was wir runterstreichen können und da nicht mehr drauf gehört. Vielen Dank. Gerne. Und nun können wir uns dem Thema Wrestling widmen. Und bevor wir das tun, verabschieden wir noch kurz den Nick, denn ich weiß, dass du jetzt ja noch ins Kino willst, hast du ja gesagt. Genau. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß. Bis zum nächsten Ja, Mal. danke. Tschüss auch. Man hört Ja, viel sich. Ja. Spaß. Danke. Ciao. Tschö. Ciao. So, Marco, du bist ja jetzt von den Kappa Haters. Und der Kappa Haters ist ein Wrestling-Podcast. Richtig. Soweit habe ich das schon mitbekommen. Und Wrestling ist ein Thema, das wir hier noch gar nicht hatten im Telestammtisch. Ich aber doch recht interessant finde, gerade weil in meinem Freundeskreis der ein oder andere in dem Thema drin steckt. Seit wann hast du denn schon mit Wrestling zu tun? Privat tatsächlich schon seit WrestleMania 9 und nur um das zu verdeutlichen, WrestleMania findet jedes Jahr statt und wir sind jetzt, glaube ich, bei 34. Okay, das sind ja schon Also Zuschauer. ewig lange, ja. Ich habe da sämtliche Ära aus der letzten Zeit mitgemacht, auch die Höhen und Tiefen. Zwischenzeitlich war ja Wrestling kurz davor, zumindest die Hauptliga, die ich verfolge, kurz davor, tatsächlich zu verlieren und in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Aber jetzt haben sie gerade wieder ein Hoch, also ich habe alles durch. Wir werden auf jeden Fall nachher, du wirst eine ganze Menge extrem naive Fragen von mir kriegen, weil ich da natürlich nicht so viel Plan habe. Aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit, hier mal ein bisschen Werbung für den Sport zu machen und kannst vielleicht einfach mal so ein bisschen Einblick auch dann uns geben, was denn Wrestling eigentlich ist, auch vielleicht auch so aus einer deutschen Perspektive heraus. Aber vorab erstmal vielleicht zu deinem Podcast-Projekt. Was genau ist es? Was zeichnet euch aus? Wer seid ihr? Also, Kappa Haters ist gestartet vor ungefähr 6, 7 Wochen erst. Wir sind jetzt auch gerade mal, haben wir erst 7 Ausgaben online gebracht und ein kleines Special zu Emoji, den Film, den fand ich so schlecht, dass ich da ein Special zu raushauen musste. Also mal ein bisschen off-topic. Die Idee dahinter ist, dass ich der Host dieser ganzen Geschichte bin. Wir beleuchten alle aktuellen Ereignisse, aktuell primär nur von der WWE, der weltweit größten und bedeutendsten Wrestling Organisation, Liga, Firma, wie man das auch immer nennen möchte. Und dort haben wir dann immer so eine kleine Review. Wir beleuchten die Ereignisse der Woche. Das ist so, dass es jede Woche die Sendungen Raw gibt. Dies wird montags ausgestrahlt in Amerika und dienstags kommt SmackDown. Das sind zwei verschiedene Brands mit verschiedenen Wrestlern, die alle ihre eigenen Geschichten erzählen. Und dann habe ich immer wechselnde Gäste in meinem Podcast. Donnerstags zeichnen wir auf. Und dort reden wir dann über das Vergangene, spekulieren darüber, was wohl als nächstes passiert. Und wenn dann ein sogenannter Pay-Per-View stattfindet, die sind so monatlich einmal, jeweils aus den verschiedenen Brands oder auch mal gemischte, dann werden auch die beleuchtet und auf die verschiedenen Matches eingegangen. Pay-per-view ist immer so das Highlight von den verschiedenen Geschichten, die werden in der Regel dort abgeschlossen.
Das sind dann diese Großveranstaltungen, für die man Ganz da genau. und das, also ein Pay-Per-View, wahrscheinlich das teuerste wäre wahrscheinlich dann WrestleMania selbst, ne? Schätze ich. Genau, richtig. Das ist einmal im Jahr immer so im letzten März, 1. April-Wochenende ist das. Und das ist sowas wie der Super Bowl des Wrestling. Da muss man sich vorstellen, kommen gerne auch mal so 100.000 Leute da in das Stadion und gucken sich das in Amerika live an. Ich fand das ganz faszinierend. Einer von diesen Kumpels hat mir erzählt, dass man kennt das ja so in Deutschland gar nicht. Also man, klar, man kennt Pay-TV, das ist durchaus ein Begriff, aber dass du ja gezielt dir so ein Ticket holst und auch, das kostet auch keine 5 €, das kostet dann, keine Ahnung, $70 oder $80, glaube ich, in den Staaten, damit du das gucken kannst. Ist das so? Ist das diese Größenordnung, mit der man da so rechnet? Das war so, ja. Also bis vor 2 Jahren war das tatsächlich so, dass man in Amerika für so ein Pay-per-View-Ticket für die WrestleMania auch gerne mal so $70 bezahlt hat, ohne Probleme. Und die Leute waren es bereit. Also tatsächlich gucken das weltweit 1 Milliarde Menschen. Das ist wirklich so. Und die haben jetzt das Konzept aber geändert. Die haben ihr eigenes Netflix quasi gegründet. WWE Network heißt das Ganze. Da kann man für 10 Euro bzw. $10 im Monat kann man das dann genau wie Netflix buchen und sich da alles diese Sachen anschauen. Die haben alle alten Pay-Per-Views, die jemals liefen, dort im Archiv abrufbar, haben auch ein paar Original-Sendungen, Serien und Shows, aber auch jederzeit die aktuellen Pay-Per-Views live. Also hat man die nicht mehr einzeln zu bezahlen. Es gibt diese Funktion in Amerika noch, aber die nimmt quasi keiner mehr wahr. Ist, kann das sein, dass sie da auch so eine Datenbank haben, wo du die alte Kämpfe angucken kannst? Kann das Ja, sein? haben die. Ja, haben Okay, die. irgendwie dämmert da was. Okay, also ihr nehmt einmal die Woche auf und besprecht so die aktuellen Highlights der Szene, richtig? Ganz genau, Mit ja. wem zusammen machst du das? Mit wechselnden Gästen. Tatsächlich habe ich über Twitter, über Facebook und Co. und über eine große Facebook-Gruppe, die im Autokino-Gruppe von dem Podcast im Autokino. Kenne ich. Da bin ich als Mod aktiv und da kenne ich vielleicht auch einige dann von. Und dort sind auch einige Wrestling-Fans und wir haben uns relativ schnell zusammengefunden und da hat sich schnell herauskristallisiert, ich habe wohl Bock mal mitzumachen. Und ich musste 3 Sendungen alleine abfeuern, wo ich das alleine gemacht habe, einfach weil es dann mal technisch nicht passt oder kurz, wie das ist, da ist jemand abgesprungen. Aber ich hatte den Phil von den Sofa-Samurais schon da, ich hatte die Feini von von einem Anime-Podcast schon zu Gast und heute wird wieder der Dennis zu Gast, den hatte ich schon mal da, ein Wrestling-Fan durch und durch, der, wo es einfach Bock macht, mit dem zu fachsimpeln, weil der fast so lange schon schaut wie ich. Und so wechselt das durch. In Kürze werden wir Specials haben. Das erste Special ist zum Beispiel Wrestler in Hollywood. Einfach mal, die viele von denen haben ja Ambitionen. Hulk Hogan hat es damals vorgemacht. The Rock ist so der prominenteste und rennt in Hollywood durch die Filme. John Cena hat jetzt auch einen Vertrag mit Transformers Sidekick-Film abgeschlossen. Und da werden wir darüber berichten. Und da habe ich dann auch schon jede Menge illustre Gastbeiträge bekommen. Unter anderem von hier Rockstar, also Max Nachtsheim, von Stalking Lukas und so weiter. Und das nächste Special ist dann Wrestler in Videospielen, also Wrestling Video Games beginnt beim NES und da wird tatsächlich mich sogar der Christian Göhn von Radio Nukular komplett durch die Sendung begleiten. Das ist natürlich geil. Da hast du da wirklich die Creme de la Creme der deutschen Podcast-Szene mit ins Boot geholt. Und soweit ich es mitbekomme, sind die, gibt es auch vor allem in den Staaten ja wahnsinnig große Wrestling-Podcasts, die also von ehemaligen Wrestlern und aktuellen Wrestlern auch gemacht werden. Wie sieht denn das in Richtig. Deutschland aus? Hast du gibt es viele Podcasts in dem Wrestling-Sektor? Es gibt zwei, drei richtig große, die sind dann von großen Internetseiten auch geführt, einfach die vorher schon eine riesen Community oder Forum hatten mit über 20.000 aktiven Usern. Die sind dann am Podcast-Start gegangen. Also Moonsault oder Genickbruch oder ähnliche Geschichten haben da ihre Podcasts. Und es gibt jetzt Wrestling erlebt gerade so eine Renaissance, das ist gerade wieder im Kommen. Also es kommen jetzt gerade so zwei, drei Projekte wieder, die stärker im Kommen sind. Und es gibt einen, mit denen habe ich gestern auch einen Podcast parallel aufgenommen, Cage Match, die sind auch schon jetzt lange im Geschäft, seit 2011. Das ist schon ein sehr gutes, regelmäßiges Format, das ich selber auch höre. Die Jungs wissen auch genau, wovon sie reden. Die sind aber nicht so WWE-bezogen wie ich. Aber wir sind von Größenordnungen wie Amerika weit entfernt. Also Paul Heyman ist ein noch aktiver Manager laut Story dort und auch ein Storywriter. Der hat einen riesigen Podcast. Jim Ross hat einen und Stone Cold Steve Austin dürfte vielen ein Begriff sein. Stone Cold Steve Austin, den kennt ihr Genau. gar Und nicht. der hat halt auch einen Podcast, der super erfolgreich ist. Und ja, also wenn natürlich da ein ehemaliger Wrestler, der vorher Millionen begeistert hat, das macht, dann hat er die Hörer sowieso schon da. Das ist so, jetzt mal auf die deutsche Podcast-Szene, wenn Pete Smith sagt, ich mache jetzt das und das, dann hören die Leute das automatisch. Das ist einfach so.
Cool. Du bist dann so, also diese, so der Fixpunkt dieses Podcast-Projekts mit eben wechselnden Teilnehmern, das finde ich, also, es ist ein mir durchaus bekanntes Konzept bei dem Ja, schon mal was von gehört, ne? Stammtisch. Ja, ich würde gerne so ein bisschen mal bei den Basics anfangen, wenn es jetzt hier ums Wrestling geht. Ja, eben gerade auch, vielleicht können wir unser heutiges Gespräch auch so ein bisschen als ja vielleicht so Einstiegswerbung für den Sport verstehen. Für denjenigen, der jetzt eben noch gar nicht so den Einstieg hatte, der auch vielleicht Wrestling mal nur so oberflächlich mitbekommen hat. Wrestling, das ist ja jetzt nicht das Ringen, wie man das in Deutschland zum Beispiel auch kennen, oder? Das ist ja was Nein. anderes. Ja, genau. Also grundsätzlich ist es dem Ringen artverwandt, weil viele Griffe und Würfe aus dem Ringen benutzt werden vom Olympischen Ring und viele ehemalige Ringer auch zu Wrestlern wurden. Das Wrestling ist aber so, dass die das mit einem starken Entertainment-Faktor verbinden. Es ist so, dass um die Kämpfe, die im Ring stattfinden, die immer zur finalen Lösung von Problemen oder sowas genutzt werden, werden begleitet von Stories. Es gibt, man muss sich das vorstellen, die ganzen Entertainer, die Wrestler dort, agieren wie in einer Seifenoper. Da gibt es dann den Bösewicht, der die Fäden im Hintergrund spinnt, da wird intrigiert, da wird auch mal der Freund verraten und dann wird da Liebesgeschichten gemacht und und. Das ist so, der Kernpunkt ist wirklich eine Entertainment-Sendung, die auch wöchentlich weitergeführt wird. Ich nenne mal ein Beispiel, dann ist so Person A macht sich an Freunde von Person B rein. Natürlich ist der noch Freund von ihr nicht einverstanden, also werden die das erstmal körperlich und so weiter und so weiter. Die Freundin spielt das Spielchen aber mit und dann wird immer so eine, also im Grunde ist es sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, nur dass man alle 3 Wochen spätestens sich auf die Mappe haut. Das ist halt der große Unterschied zum Ringen. Hier ist das Ganze halt eine Show. Es ist eine Riesenshow. Es gibt einen Einmarsch, die haben ihre eigenen Musiken und die haben ihre eigenen Gimmicks, ihre Eigenarten, Dinge, die die immer machen, die die Fans auch erwarten. Also wenn ein John Cena rauskommt, egal ob die Fans ihn mögen oder nicht, die erwarten zwei der Sachen einfach von dem. Die wollen seine Geste sehen, wie er die Hand vor seinem Gesicht schüttelt, you can see me, die wollen sein Finishing Move sehen. Das erwarten die einfach, dass das lieben die an diesem Ganzen. Und ist es die Show, dieses Drumrum und die Geschichte, die da der Grund ist, das quasi zu verfolgen? Oder sind es die Kämpfe, wo eher der Fokus liegt? Wenn man die WWE schaut und nur die Kämpfe sehen will, dann würde man sich um das eine oder andere bringen. Also wer nur auf die Kämpfe scharf ist, ist tatsächlich sogar in New Japan oder bei Ring of Honor besser aufgehoben, weil dort die Kämpfe schneller und fokussierter durchgeführt werden. Da liegt das Augenmerk tatsächlich darauf. Bei der WWE ist es halt das durchgestylteste Gesamtprodukt. Die haben auch fantastische Kämpfe, aber die würden nur halb so wirken, wenn die Geschichte dahinter nicht wäre. Die haben halt viel von der Intensität dessen, was vorher da abgelaufen ist. Du hast jetzt gemeint, also dein Fokus liegt dann ja offensichtlich vermutlich eher bei der WWE, das ist ja dann eine der US-amerikanischen Ligen, soweit ich das weiß. Die größte, genau, ja. Die größte, genau. Und ich war privat vor 3 Jahren mal in Japan und ich weiß, dass in Japan auch wohl ein großer Wrestling-Markt besteht. Also nicht nur Sumo und Co., sondern eben auch Wrestling. Wie würdest du das so, wenn du das jetzt in wenigen Worten zusammenfassen solltest, was bestimmt schwierig ist, aber kann man das sagen, ist Japan der zweitgrößte Markt oder ist es einfach nur ein weiterer Markt? Oder wie ist da so die Verteilung weltweit beim Wrestling? Also weltweit würde ich sagen, Amerika auf 1, dann Japan, dann Mexiko. Also das Okay. so. Japan ist riesig geworden, wächst auch tatsächlich noch gerade massiv, denn New Japan ist dieses Wrestling, so heißt die Wrestling, New Japan Wrestling. Und dort gibt es auch absolute Superstars, die dort ähnlich gefeiert werden wie The Rock in Amerika. Und immer häufiger werden von diesen auch, weil die WWE erkannte, was da gerade passiert, auch Leute dann tatsächlich nach Amerika geholt, um sie einem weltweiten Publikum zu zeigen. New Japan hat halt in Anführungsstrichen den Nachteil, dass man es entweder über das Internet schauen kann oder es ist nur für deren heimischen Markt. Und deswegen wird das weltweit nicht so wahrgenommen wie die WWE, die durch das Network und durch die weltweiten Sendelizenzen überall wahrgenommen werden. Aktuell zum Beispiel gibt es bei SmackDown einen der größten Stars, die New Japan in den letzten Jahren hervorgebracht hat, Shinsuke Nakamura, der jetzt tatsächlich sogar sein erstes Titelmatch nächste Woche Sonntag beim SummerSlam hat. Gibt es denn da qualitative Unterschiede oder einfach unterschiedliche Ausrichtungen? Sowohl als auch. Also man muss sagen, dass im direkten Vergleich die meisten US-amerikanischen Wrestler zu schwerfällig und zu eingeschränkt im Moveset sind, dass sie gegen einen japanischen Wrestler
effektiv bestehen könnten. Der japanische Wrestler müsste sich in seinem Stil sehr zurücknehmen und der amerikanische Wrestler müsste eine Schippe drauflegen. Nakamura hat jetzt zum Beispiel das Problem, dass er viele seiner Moves einfach runterbremsen muss oder anders ansetzen muss, weil er sonst den Amerikanern einfach den Kopf wegtreten würde. Das ist leider so. Es gibt wenige US-amerikanische Wrestler, die diesen Stil mitgehen können, auch in der vollen Intensität und Geschwindigkeit. Und die sind dann auch dort richtige Stars gewesen. Da möchte ich zum Beispiel jetzt AJ Styles nennen. Einer der wenigen Wrestler, die in allen Ligen und Formaten jetzt schon erfolgreich waren. Der hat bei TNA Impact seinerzeit gestartet, die zweit- oder drittgrößte Liga in Amerika, die leider immer mehr an Bedeutung verliert, aber die war mal bedeutend und da war er einer der größten Stars, ist dann nach New Japan gegangen und hat es auch geschafft, dort zum Champion zu werden, zum Superstar zu werden, weil er seinen Stil halt dementsprechend angepasst hat und der hat einfach unfassbar viel drauf. Der ist jetzt zurück in Amerika, ist jetzt bei der WWE und wird auch da unfassbar gefeiert. Super Typ. Technisch meiner Meinung nach der aktiv beste Wrestler in der WWE. Okay. Wenn du jetzt sagst, die haben ihren Stil angepasst, ist dieser Stil einfach Teil der Rolle, die sie dann spielen, wo du sagst, Entertainment steht im Vordergrund, oder hat das wirklich was mit Konditionen zu tun, mit Training und vielleicht auch mit Know-how? Was ist das? Ja, was definitiv. Stil? Also Stil, du wirst einem 2-Meter-Typen natürlich nicht irgendwelche High-Flying-Moves unbedingt beibringen können. Das ist schon so, dass man sich selber anschaut, okay, was für ein Typ bin ich vom Body her? Ein AJ Styles ist eher die kleinere, leichtere Variante, also kann der auch mal aufs Seil springen, der macht ein paar Flickflacks, Überschläge oder Sprünge von obersten Ringseil, der kann halt mehr machen als ein Typ wie der Undertaker damals mit seinen 2,13 Meter, weil sie hatte und 144 Kilo. Der macht natürlich sowas nicht, der macht dann eher Kraftmoves. Die Japaner sind, das, wie man sich vorstellen kann, ja von der Statur und sowas, der typische Japaner, wenn er nicht gerade Sumo-Ringer ist, ist ja mehr so der quirlige Typ, eher so der kleinere Typ. Die sind alle sehr auf Schnelligkeit, auf technisch herausragende Matches ausgelegt mit weniger Kraftaktion. Das heißt, wird sehr schnelle Grifffolgen, aufeinanderfolgen, Sprünge und ähnliches. Und da muss man erstmal mitkommen. Und dementsprechend haben da fast nur Wrestler eine Chance, die entweder super quirlig sind, so wie AJ Styles das auch ist, oder die so massiv sind, dass sie einfach diesen kleinen Typen auffangen und platt machen. Du sagst, unterschiedliche Stile, unter Entertainment steht im Vordergrund. Es gibt da also auch verschiedene, sag ich mal, so Charaktere, die aufeinandertreffen. Gerade wenn die Unterhaltung im Vordergrund steht, jetzt mal ehrlich, ne? Das ist noch ein offenes Geheimnis, dass das jetzt, also da gibt es schon Absprachen, ne? So wie das alles ausgeht zum Beispiel. Alles ist komplett gescriptet. Also von ganz wenigen Wrestlern, die ihre Reden selber machen dürfen, einfach frei improvisieren, weil die WWE zum Beispiel denen zutraut, das auch zu machen, ist komplett alles gescriptet. So ein Kampf ist komplett durchchoreografiert. Das Ende steht vorher fest. Die wissen ganz genau, was ist da. Da braucht man kein Geheimnis rausmachen, das weiß jeder. Also ist das auch nichts, wo man Sportwetten für abschließen könnte? Weil halt es gibt tatsächlich Wettbüros, aber wenn soweit jemand ein Insider ist, der die Skripte gelesen hat, ist natürlich der wird der stinkreich. Okay, und es geht also um die Geschichte, es geht um die ganze Show drumherum, es geht um ja auch das ganze Fandom drumherum. Ja. Da gibt's ja auch so, ich glaube, es gibt auch so Conventions für Wrestler extra, speziell jetzt im Zusammenhang mit der letzten WrestleMania, war ein Kollege von mir, hat es angeguckt und der hat dann wohl auch dem einen oder anderen Wrestler die Hand schütteln können. Wie ist das denn? Gibt's da so, habe ich das richtig verstanden, dass es da so Live-Veranstaltungen gibt, jetzt auch fernab der eigentlichen Kämpfe, ja einfach so Fan-Kontakt-mäßig, gibt's sowas? Absolut, die gab es sogar schon hier in Deutschland mehrfach. Mhm. Also es ist so, dass vor ein paar Jahren, immer wenn die in Deutschland auf Tour gehen, also die kommen zweimal im Jahr nach Deutschland, das ist die WrestleMania Revenge Tour und die Survivor Series Tour so ungefähr. Und dann gibt es auch immer Fanfeste oder Treffen mit denen. Und da konnte ich auch vor Jahren schon mit Big Show, das ist tatsächlich der größte dort rumlaufende Athlet mit 2,23 Meter, unfassbar der Typ, oder mit Shawn Michaels, der auch eine Legende ist, mit denen habe ich auch schon sprechen können, sind super nette Typen und doch, die machen schon viel für die Fans. In Amerika noch viel häufiger, dass die auch wirklich mal so Meet and Greets machen und ein John Cena, der auch durch die Krankenhäuser fährt, die Kids besuchen für Make-A-Wish, also da gibt es schon viel Fannähe. Die sind ja dann in diesen Ligen organisiert, also die WWE ist wohl die größte, dann gibt es ja auch noch TNA, ist glaube ich die vermutlich dann zweitgrößte, könnte ich mir vorstellen. Was gibt's wären, die gerne. Wären die gerne. Was gibt es denn also, für Ligen? Also TNA gibt es gar nicht dabei? Mehr. Okay. TNA gibt es gar nicht mehr. Die sind finanziell so in Schwierigkeiten geraten, dass die jetzt von Jeff Jarrett, einem ehemaligen Wrestler, mit seiner Liga einfach übernommen wurden. Das heißt jetzt GFW heißen die jetzt, glaube ich, Global Force Wrestling, irgendwie so. Und TNA
TNA als solches ist tot. Und die sind in der Bedeutung und in den Einschaltquoten hinter Ring of Honor zurückgefallen. Ring of Honor ist momentan die zweitgrößte und dann kommt GFW. Und wo ist da so der Unterschied? TNA oder jetzt GFW versuchen zu sein wie die WWE. Mhm. Das versuchen die in jedem Punkt. Viele Storylines, viele Charaktere werden imitiert, viele Sachen, die es mal gab, werden imitiert, ohne die Qualität zu erreichen. Dann versuchen die sich zum Beispiel davon abzuheben, indem die einen sechsseitigen Ring machen, um mal was Neues reinzubringen. Da wird das wieder rückgängig gemacht. Vieles wirkt halbgar. Es sind 6 oder 7 verschiedene Führungen jetzt schon hinter gewesen. Jeder will eine andere Ausrichtung. Deswegen ist das sowas wie WWE in unprofessionell. Ring of Honor hingegen ist so eine Mischung. Die haben ihre Geschichten, die haben das aber nicht ganz so stark im Fokus wie die WWE, sind auch nicht so ganz so riesig groß, aber haben dafür unfassbare Talente im Ring. Die sind wrestlerisch tatsächlich der WWE weit voraus. Also sind das die, die man schaut, wenn man eher technisch gutes Wrestling sehen möchte? Ja, genau. Wenn man das noch gucken möchte, der Sprache, die man versteht, also Englisch, dann ganz klare Empfehlung, versucht Ring of Honor zu gucken. Hier in Deutschland nicht ganz so leicht, aber es gibt Möglichkeiten, auch legal das zu schauen und ansonsten sich gerne mal bei YouTube nachschauen. ROH, Ring of Honor, lohnt sich vieles sehr. Was ist von beiden, also von den Ligen die brutalste und was ist vielleicht die für Kinder am ehesten geeignete? Brutalität ist relativ, also richtig brutal gibt's nicht mehr. Das war mal die ECW, die gibt's aber inzwischen nicht mehr. Die ist das schon für Extreme Championship Wrestling, wurde aber inzwischen von der WWE aufgekauft. Also würde ich sagen, noch am härtesten geht's zur Sache bei Ring of Honor, weil die auch noch nicht so in diesem Fernsehfokus sind, wo vieles familiengerechter gemacht werden muss. Die WWE ist am kinderfreundlichsten. Die haben tatsächlich eine Altersfreigabe für Kids auch bekommen inzwischen. Das ist Rated PG und das darf einfach jeder schauen. Also da ist, die versuchen auch Blut zu vermeiden, Schimpfwörter zu vermeiden. Also das ist, das kann man jeden schauen. Das dürfen auch in der Halle schauen, sogar in Deutschland 6-Jährige, glaube ich. Oh ja, okay. Jetzt gibt's ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so das Ding mit diesem was habe ich aufgeschnappt? Backyard Wrestling, also quasi viel so privates Wrestling im Hinterhof, einfach nur aus Spaßgründen, auch vielleicht fürs private Umfeld, wo es dann auch regelmäßig zu Verletzungen kommt. Was ich mich immer frage, jetzt auch beim professionellen Wrestling, klar, das mag abgesprochen sein und das sind auch alles Profis, die wissen, wie man fällt, aber man muss sich einfach mal vor Augen führen, wenn da einer aus 3, 4, 5 Metern auf den Boden oder auf den Tisch oder whatever knallt, dann knallt er halt auf 3 oder 5 Meter auf so einen Tisch. Das ist schon, egal wie professionell der ist, der knallt halt da irgendwo drauf, ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass sie vermutlich dann auch trainieren. Ist schon eine krasse Leistung, auf jeden Fall. Es kommt auch immer wieder zu Verletzungen. Also jetzt gerade letzte Woche hat dieser Nakamura, von dem ich gerade sprach, mit John Cena einen sogenannten Back Suplex gemacht. Das musst du sich vorstellen. Wenn du hinter jemanden stehst und umfasst ihn so um den Bauch herum, und dann nimmst du ihn und schmeißt ihn über den Rücken, indem du dich selber nach hinten fallen lässt. Das hat er zu schwungvoll gemacht und John Cena ist auf den Nacken geknallt. John Cena besteht aus 130 Kilogramm pure Muskelmasse, die aber dann komplett vom Gewicht kurzzeitig auf den Nacken fielen. Also es war einfach zu viel Schwung dahinter. Da kann man sich abfangen, wie man will und muskulös sein. John Cena war nicht schwer verletzt, aber so ein Nacken ist dann gerne mal gestaucht und dann bist du erstmal 10 Tage raus aus dem Rennen. Das ist einfach bares Geld erstmal für die WWE. Und das ist noch das Harmloseste. Es gab natürlich schon viel schwerwiegendere Verletzungen, Muskelabrisse, ein Triple H, der sich ganz sein Knie zertrümmert hat, ein Unterarm, der gebrochen ist und. Also Verletzungen gehören dazu. Okay, und jetzt Hand aufs Herz. Ist das wie beim NASCAR, dass man da eigentlich guckt, weil man Unfälle sehen möchte? Nein. Also ist nicht so. Nein, nein, im Gegenteil. Wir sind inzwischen, also mein Bruder guckt das genauso lange wie ich und wir treffen uns seit jetzt 20 Jahren jede Woche, um die Sendung gemeinsam zu schauen. Und es ist immer noch so, dass wir inzwischen haben wir Blick dafür, ob so ein Move sauber durchgeführt wurde oder halt unsauber und da was passiert ist. Und wir leiden dann eher mit. Oh nein, verdammt, das hat da eine Verletzung. Das sehen wir inzwischen und wir leiden dann eher mit. Nee, das wollen wir überhaupt nicht sehen. Wir ärgern uns eher, wenn ein Wrestler aufgrund von technischen Unvermögen oder weil er ein schlechtes Timing hatte, sowas, so, das nennt sich Botchen. Also wenn man einen Move versaut, dann ist der gebotcht. Und wenn die das machen, dann ärgern wir uns eher, dass wir sagen, nee, was hat denn da gemacht? Nee, nee, bloß nicht. Okay. Ja gut, also weil es Idole sind ja auch ein Stück weit, oder? Ja, absolut. Selbst die, die man hasst, möchte man nicht irgendwie, dass die verletzt werden. Weil Show must go on. Und wie soll das gehen, wenn der Böse dann erstmal 4 Wochen im Krankenhaus liegt? Ja, das glaube ich. Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Also
Du hattest jetzt auch von legalen Angeboten, und das ist mir ja auch ganz wichtig, dass die Leute, die das machen, auch was daran verdienen. Was habe ich denn jetzt hier in Deutschland für Möglichkeiten, mir legal weltweit Wrestling anzugucken, speziell jetzt auch WWE? Gut, das ist hier in Deutschland zum Glück inzwischen sehr einfach. Wenn du jetzt noch nicht so weit bist, weil du nicht weißt, gefällt mir es auf Dauer, das Network zu bestellen, wie gesagt, das kostet gerade mal ungefähr 9 €, also $10, kannst du auf ProSieben Max tatsächlich die Sendung ganz normal im Free TV für jeden frei empfangbar schauen. Die zeigen da Raw und SmackDown, kannst dir anschauen. Ich glaube, das wird ja immer ausgestrahlt, dienstags und ich glaube, freitags abends. Der weiß nicht genau, weil ich das selber nicht dort schaue. Ich schaue sie mir im amerikanischen Original an, aber dort ist es jederzeit legal möglich, sich das alles anzuschauen, und ist auch immer wochenaktuell. Also man hängt da nicht hinterher. Früher war manchmal 2, 3 Wochen Versatz da, aber hier, man kriegt alles mit im deutschen Ton. Und wenn man dann vom Fieber angesteckt ist, ist es jederzeit möglich, natürlich das WWE Network zu bestellen. Dort sehe ich nicht die wöchentlichen Sendungen, die kommen immer erst später ins Archiv, weil das hat mit Sendelizenzen zu tun. Aber alle Pay-per-Views kann ich dort sehen und muss nicht dafür einzeln bezahlen. Das sind dann diese 9 oder $10 im Monat, hast du gemeint, ne? Genau, richtig. Okay. Und auch ProSieben oder ProSieben Max, was das war, wenn du sagst, das ist dann nicht das englische US-Original, das ist dann deutsch untertitelt oder kommentiert, wie ist das da Deutsch kommentiert aufgezogen? tatsächlich. Das ist komplett deutsch kommentiert. Die deutschen Kommentatoren sitzen auch bei Pay-Per-Views zum Beispiel mit am Ring. Also das ist wirklich die hautnah davor. Und die wöchentlichen Sendungen Raw und SmackDown, die dort gezeigt werden, werden halt aus dem Off kommentiert von meist Holger Böschen, ist der populärste, und einem weiteren Co-Moderator, die dann tatsächlich auf das Geschehen direkt eingehen und dann auch die Segmente für die Leute, die im Englischen nicht so mächtig sind, übersetzen. Man sieht ja auch regelmäßig mal so Plakate von Live-Wrestling, wohl auch von größeren Stars, hier auch in Deutschland. Kommt das Ja. häufiger vor? Was sind das so für Sachen? Kann man das empfehlen? Ja, kommt häufiger vor, und da möchte ich die WXW hervorheben. Das ist wohl so die größte deutsche Wrestling-Liga, ich würde es mal so nennen, die erst nur auf den Ruhrpott beschränkt waren, inzwischen deutschlandweit tatsächlich touren, die sehr gute Leute hervorbringen, die auch schon 2, 3 Leute jetzt in der WWE untergebracht werden, weil einfach auch Talentscouts sich die Shows von denen inzwischen angucken. Man kriegt beim deutschen Wrestling natürlich keine Stories mit, weil die keine Fernsehshow haben. Da geht viel über YouTube und sonst irgendwas. Also das ist sehr wenig storylastig. Aber man sieht halt, dass die Leute Charisma haben, die haben Ausstrahlung, die machen was aus sich und sind im Ring sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, zumal die Karten auch echt nicht teuer sind. Und bevor ich mir einen Abend im Kino und mir so einen Scheiß angucke wie Emoji oder Valerian, Ja. dann lieber mal Wrestling Live 3, 4 Stunden richtig gute Stimmung und gute Sport anschauen. Okay, also auf jeden Fall, meine Live ist ja immer geil. Also gerade wenn man die Leute vielleicht auch mal treffen kann oder wenn man ein Autogramm kriegt oder so, finde ich Ja, total absolut. cool. Und das sind dann auch Namen der internationalen Szene. Die sind oftmals zu Gast da, aber eigentlich ist das mehr so, dass die ihre eigenen Namen haben, die zu Stars etablieren. Also gerne mal auf YouTube da schauen, viele Videos, und da wird man sich schnell auch seine Lieblinge rauspicken. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Neulinge ziemlich schnell sich auf einen Typen festlegen, der dem besonders gut gefällt. Manche bevorzugen die Heels, die richtig schön fiese sind, und dann auch mal einfach, keine Ahnung, einen Tritt in die Eier oder was auch immer da machen, die halt jedes Mittel zum Zweck nutzen. Oder manche bevorzugen halt den Strahlemann, den Guten, den Retter in silberner Rüstung. Jeder sucht sich so seinen Stil raus, und da findet man auch in der WXW schnell seine Lieblinge bei YouTube. Und dann ist man vorbereitet, wenn man aus dem Live-Event geht, und kann wunderbar anfeuern. Ich habe ja angekündigt, hier den ein oder die ein oder andere bisschen naive Frage zu haben, und da sind tatsächlich noch 3 Stück, die ich einfach mal raushauen möchte. Also zum einen, Ja. mir fällt natürlich auf, wenn da Frauen plötzlich wresteln, ja, weil der klassische Wrestler, den ich so aus den 90er kenne, das sind alles diese durchtrainierten Typen in diesen viel zu engen Unterhosen. Aber wenn da Frauen wresteln, das fällt mir natürlich auf. Gibt es das häufiger, das Frauen wresteln, und wie ist das so? Absolut. Die gehören fest zu jeder Sendung dazu, zu jedem Pay-per-View, zu jeder wöchentlichen Sendung. Die haben auch ihre Storylines, die spielen genauso eine Rolle. Während in den 80ern, 90ern und auch die ersten 10 Jahre der 2000er Frauenwrestling nur dazu diente, hübsche Frauen in den Ring zu stellen. Da wurden gerne mal Bikini- und Fitnessmodels einfach für genommen. Und das Wrestling war mehr so ein bisschen Haare ziehen und schubsen. Hat sich das in den letzten 2, 3 Jahren zum Glück komplett geändert. Und wir haben hier herausragende Wrestlerinnen, die wirklich technisch vielleicht sogar manchen Männern überlegen sind. Oftmals auch noch gut aussehen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Eye Candy, aber die haben einfach richtig was drauf, haben ihre eigenen Geschichten. Das sind auch sehr gute und intensive Matches, also immer fester Bestandteil. Okay, also auch ganz hochwertig, kann man Absolut, absolut. absolut.
Okay, Also es gut. gibt wenige Ausnahmen, die nur wegen der Optik da sind. Da kommt dann anscheinend nochmal der so der Chauvi in dem Chef der WWE dadurch, nach dem Motto, okay, die ist blond und großbusig, die muss ich dahin platzieren. Also Sex sells nach wie vor. Aber zum Glück ist das inzwischen nur noch ein ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten sind einfach hervorragende Sportlerinnen. Und wenn man das so ein bisschen aufteilen muss, ist das aber schon eher noch ein kleinerer Teil der Kämpfe oder der Show im Vergleich zu den Männerkämpfen. Oder ist das Also ausgeglichen? wenn ich jetzt eine durchschnittliche Raw-Sendung, wenn ich alle Zwischensequenzen rauslasse, hat so 6 bis 8 Matches und 2 Matches gehören den Frauen. Okay, alles klar. Wie sieht's aus mit der Zielgruppe? Wie ist die? Sind es eher junge Männer, junge Frauen? Ist da eine Veränderung vielleicht auch zu merken, wenn du jetzt guckst, wer so gerade Wrestling so konsumiert? Wer ist die Zielgruppe? Also hier in Deutschland möchte ich das gar nicht beurteilen. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Da sind es dann eher die jungen Männer beziehungsweise bis 50, sag ich mal, die das aus den 80ern mitgemacht haben. Also hier ist das tatsächlich noch sehr Nische. In Amerika gibt es so gesehen keine Zielgruppe, weil alles unter, sage ich mal, 60 Jahren rennt durchaus in Amerika auch zum Wrestling. Also Wrestling ist in Amerika unfassbar populär. Da sind dann die Kameraschwenks sind, man muss sich vorstellen, eine durchschnittliche Hausshow oder Sendung hat dann da so eine Raw-Aufzeichnung, wird vor 17.000, 18.000 Leuten gemacht, die das feiern. Und beim Schwenk durchs Publikum sieht man von jungen, hübschen Frauen, die dann natürlich dann die hübscheren Wrestler anfeuern und mitfiebern, über jede Menge Kinder, die dann ihre besonders bunten oder lustigen Charaktere haben, die sie mögen, als auch über Männer, die dann eher gegen die Guten sind und dann eher die auswohnen und sagen, nein, ich will das, was auf die Christ, das wirklich alles vertreten. Natürlich faszinierend, dass man da so mitgehen kann und dass man diese Identifikation mit dem Wrestler hat, wo man doch weiß, dass das unter Umständen dann einfach nur eine Rolle ist oder einfach auch alle Ja, klar. gescriptet ist. Das ist echt Ja, faszinierend, dass man da so absolut. mitgehen kann. Ich habe gemeint, dass mir vor allem immer die viel zu engen Hosen auffallen. Was mir halt auch auffällt, ist die doch gelegentlich getragenen Kostüme. Und was auch wirklich auch irgendwie eine Art Marke zu sein scheint, sind diese mexikanischen Wrestling-Masken. Was hat's damit auf sich? Was ist das? Da gibt's ja auch verschiedene Masken und verschiedene Leute, die die tragen. Das mexikanische Wrestling, habe ich gehört, ist so ungefähr die drittgrößte Fanbase sowas der Welt. Und das ist das Lucha Wrestling. Und Lucha ist halt für maskierte Wrestling Artisten da. Und das sind wirklich Künstler im Ring. Die haben extreme Sprünge und Saltos. Die machen Dinge, die man so nicht sieht. Und die verschiedenen Masken sagen immer was über die Gesinnung aus, tatsächlich bei denen. Ganz viele haben da so aufwendige Hörner dran und ähnliches. Das sind dann oftmals die, entweder wenn die mehrere Champions sind oder wenn die schwarze Maske mit so Teufelshörnern sind, die natürlich die Bösen. Dann gibt es einen mit einer weißen Maske, der ist in der Regel Champion und gut und oder goldene Maske. Also da blicke ich nicht so ganz durch. Ich weiß nur, dass zwei, drei dieser Wrestler jetzt auch schon in der WWE sehr bekannt sind. Rey Mysterio Jr. ist zum Beispiel der bekannteste Name, der mit einer Maske immer aufgetreten ist. Der hat aber das, der wurde von den Lucha Underground Wrestlern so ein bisschen argwöhnisch beobachtet, weil der seine Maske jede Woche einfach farblich an seine Hose angepasst hat, ist nicht diesem eigentlichen Sinn zuzuführen. Aber das ist bei denen halt gang und gäbe. Ein typischer mexikanischer Wrestler, von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, die tragen halt diese Maske. Das ist halt dieses Lucha Wrestling, ist halt maskiert. Das hat auch nichts mit Anonymisierung oder so zu tun, dass sie nicht auffallen wollen oder erkannt werden wollen. Ich weiß nicht, ob das mal daraus entstanden ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach bei denen sowas wie eine Kriegsbemalung. So in etwa muss ich mir das, glaube ich, vorstellen. Okay, man schwitzt bestimmt auch ziemlich unter den Dingern, wenn du da Ja. gut vorstellen. Ja. Cool. Und dann natürlich noch, weil das glaube ich so, also von, ich als kleiner Junge habe ich bestimmt mal irgendwo auf keine Ahnung was für einem Sender mal ein Wrestling gesehen, aber ich glaube einer der ersten bewussten Kontakte mit diesem Thema war natürlich der Film The Wrestler mit Mickey Rourke in der Hauptrolle. Hast du den gesehen? Ja, klar, natürlich. Ich weiß nicht, ob du, vermutlich kannst du den Film jetzt auch nicht so rekapitulieren, kann ich ja auch nicht, aber hast du noch in Erinnerung, ob das jetzt ein guter Einstieg ins Thema ist und vielleicht jetzt für jemanden, der noch gar keine jetzt ist Verknüpfungspunkte mit dem Thema Wrestling hatte, mal einen Einblick zu bekommen, was Wrestling ist und wie es vielleicht auch hinter der Bühne aussieht? Kannst du das sagen? Nein, also ich habe den Film noch sehr präsent vor Augen, aber nein ist es nicht, denn der ist mehr für die Leute, die das in den 80ern und 90ern verfolgt haben, weil man ganz viele Parallelen zu seinen ehemaligen Lieblingswestern findet und dann eher so daran denkt, oh Gott, das wird wahrscheinlich aus dem jetzt geworden sein und sonst irgendwas, weil dieser Film ja doch, das war ja ein Oscar-Kandidat, der ist ja sehr tragisch und sehr dramatisch und das wäre kein guter Einstieg, weil viele würden sich davon abschrecken lassen und sagen, ja klar, das ist halt die übelste Show und viel mit Drogen und. Ich glaube, das wäre
wäre totale Anti-Werbung für das, was das Wrestling heute ist. Damals ging es wirklich nur darum, reißerisch möglichst den nächsten Kick zu erreichen. Deswegen schmeißen die in dem Film ja auch dann diese ganzen Reißzwecken und Scherben und was sie da alles machen. Diese Zeiten sind zum Glück inzwischen vorbei. Ich bin fest davon überzeugt, dass in kleineren Hinterhof-Wrestling-Veranstaltungen sowas immer noch gibt. Und dass viele alternde Stars, die in den 80ern oder 90ern ganz große Nummern waren, heute genauso leben wie er dort und auch so am Existenzminimum und sich nur noch mit Painkillern und Ähnliches über Wasser halten. Aber es wäre keine gute Werbung. Es gibt einen Film, ich komme jetzt gerade, während ich rede, komme ich einfach nicht auf den Titel, der ist mit vielen ehemaligen WCW-Stars, der ist da wesentlich mehr Werbung, weil er auch humorvoller gemacht ist und viel von der Show zeigt, aber ich komme leider gerade überhaupt nicht auf den Titel. Ach, den werde ich dann einfach in die Shownotes packen und so. Man kann bei uns immer unten dann auch nicht nur die ganzen Kapitel anspringen, sondern halt, ich packe noch jede Menge Links mit auch unten rein und wenn er dir noch einfällt, schick ihn mir einfach, dann packen wir den mit in die Shownotes und dann kann man den. Also wie gesagt, WCW-Film, der war auch mit David Arquette damals, also muss man schon, der ist auf jeden Fall viel lustiger und der macht auch mehr Spaß. Okay. Ja, vielen Dank. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt total Bock habe auf Wrestling? Wie würdest du mir sagen, wie kann ich jetzt echt am besten anfangen? Wo wäre ein guter Einstieg jetzt auch, um vielleicht reinzukommen in eine, wie mir scheint, doch sehr umfangreiche und große Wrestling-Welt? Also was ein guter Start wäre zum Beispiel, wenn du dir einfach mal die Zeit nimmst, in die wöchentlichen Sendungen mal reinzuschauen, einfach mal. Raw ist eine 3-Stunden-Sendung, in Deutschland glaube ich auch 2 Stunden zurechtgeschnitten, weil in Amerika halt extrem viel Werbung ist. Einfach mal um zu schauen, gefällt mir das grundsätzlich so von dem Storytelling her, weil Raw hat auch mal so 2, 3 humorvolle Sequenzen und SmackDown, die wöchentlichen Sendungen. Und wenn du das 1, 2 Mal gesehen hast und einfach dann mal merkst, okay, das möchte ich jetzt schon irgendwie wissen, wie es da weitergeht in der Geschichte oder diese Aktionen von Wrestler X haben mir besonders gut gefallen, dann wirst du schon von dir aus wieder einschalten. Und wenn du Hintergrundinformationen haben möchtest, jetzt ist das jetzt wieder pure Eigenwerbung, hör gerne mal in den Podcast rein, weil wir immer noch was ergänzend sagen zu den Geschichten, die du gerade siehst. Wenn du dort auf dem Bildschirm siehst, dass ein, ich nenne jetzt 2 Namen und damit wirst du jetzt anfangen können, dass ein Dean Ambrose und ein Seth Rollins für ihre gemeinsamen Vergangenheit reden, dann hörst du in unseren Podcast rein und du hörst dann, ach, alles klar, die waren mal in einer Gruppierung und. Deswegen sind diese Podcasts ja so gut, weil da immer begleitende Informationen kommen für Leute, die quer oder neu ansteigen. Okay, also einfach mal Sprung ins kalte Wasser und absolut reinschauen. Und ich vermute mal, das ist auch egal, ob man sich jetzt das englische Original anschaut oder eben die deutsche Qualitativ ist es nicht egal, weil einfach die deutschen Kommentatoren meiner Meinung nach oftmals zu bemüht actionlastig sind oder zu bemüht. Ich bevorzuge ganz klar das amerikanische Original. Wenn du ein bisschen Englisch kannst und eine Chance hast, das zu schauen, dann tu das. Aber wenn es ProSiebenMax, sie sind nicht schlecht, also das will ich nicht damit sagen. Es ist aber, ein Einstieg ist eigentlich jederzeit möglich. Natürlich gibt es auch da sowas wie ein Season Finale, wie es in Serien ist. Also wenn du jetzt wirklich alles auf Null haben wolltest, müsstest du genau einen Tag nach WrestleMania einschalten. Oder mit WrestleMania anfangen, weil das ist was wie Season Finale und dann geht's wieder neu los aufs neue Jahr. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte wirklich mal alle Geschichten auf Null gesetzt sehen, dann guck dir WrestleMania an und starte mit einer WrestleMania. Aber du könntest ja auch zum Beispiel im Network dir eine alte WrestleMania anschauen und dann einfach ein bisschen was nachholen. Das geht ja auch. Das klingt sehr interessant. Ich glaube, das muss ich unbedingt mal machen. Die WrestleManias, da kann ich mich noch erinnern, dass die mit einem Kumpel immer mit einem Bierchen abends zusammen, also das einmal haben wir das zusammen geguckt. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ich kann mich leider, das muss 2 oder 3 Jahre her sein. Ich kann auch keine Details mehr wiedergeben. Aber auf jeden Fall werde ich das nochmal nachholen. Und danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit, Marco. Du musst sehr gerne. Unbedingt noch sagen, wo man euch finden kann mit dem Cover Haters Podcast. Ja, sehr gerne. Also, wir sind natürlich auf den gängigen Sozialmedienplattformen, auf Twitter, Kappa-Haters, auf Facebook, Kappa-Haters oder www.kappa-haters.de. Dort findet man alle Informationen, alle Links und YouTube-Links und so weiter. Alles klar. Ihr seid auch gern herzlich eingeladen, heute, liebe Zuhörer, da nochmal euch bei uns im Geekbook zu melden auf geekwhisper.de. Dort wird auch veröffentlicht, sobald die Folge ja online ist. In der Folge selbst hat ihr noch alle Links, auch die, die ihr gerade gehört habt, zu eben allen Teilnehmern, auch zum Kappa Haters Podcast. Ich werde den Film dann nochmal raussuchen, damit ihr auch gucken könnt, was für ein Film das ist, von dem der Marco davon gesprochen hat. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, da mit uns im Geekbook zu diskutieren. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, beim nächsten Telestammtisch mal teilzunehmen. Meldet euch einfach bei uns, am besten unter der telestammtisch@gmail.com, entweder via Mail oder direkt in Skype, und dann könnt ihr beim nächsten Mal mit dabei sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Marco, auch vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg mit deinem Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö.